Klar sehen, clever denken, frei handeln. Klar sehen, clever denken, frei handeln. Hallihallo, liebe Freunde. Willkommen auf dem Kanal. Schön, dass ihr auch heute wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Wir haben schon mehrere hundert Menschen, die uns hier heute Abend zuschauen. Je nachdem, wie der Abend verläuft, kann ich mir auch vorstellen, dass diese Zahl noch viel weiter steigen wird, denn wir werden heute ein sehr brisantes, ein sehr notwendiges Gespräch führen mit zwei wunderbaren Gästen, auf die nicht nur ich, sondern auch ihr euch auf jeden Fall in der Vergangenheit sehr gefreut habt. Ich freue mich auch heute in der Gegenwart sehr auf Sie und auch in der Zukunft freue ich mich, wenn Sie mir Rede und Antwort stehen. Wir reden heute mit Mario Buchner und Klardenker Uwe. Ihr seht den Uwe, wenn ich hier auf diese Seite rüberspringe, auch er ist mit am Start. Uwe, der Star-Analyst auf diesem Kanal, möchte ich sagen, hat auch heute garantiert eine Meinung zu einer sehr notwendigen Frage, die wir alle zusammen debattieren müssen und die lautet: Nach Berlin ist die Zeit von Querdenken nun endgültig abgelaufen. Gemeint mit Querdenken ist nicht etwa der Widerstand, sondern einfach nur die Führungsfiguren in erster Linie und die Strukturen und die Herangehensweisen, die sich etabliert haben über die letzten 18 Monate, die leider Gottes noch nicht zu den Resultaten geführt haben, die alle, die sich Querdenker nennen, sich in diesem Land oder auch andernorts gewünscht haben. Ich möchte mich deshalb mit diesen Herrschaften heute unterhalten, und zwar auf einem Niveau, das kritisch sein wird, auf einem Niveau, das vielleicht bei dem einen oder anderen anecken wird. Deshalb von vorne bis hinten gilt, was hier steht, Triggerwarnung, wenn ihr nicht in der Lage seid, kritisch mitzudenken und meint, dass das, was wir hier betreiben, alles Hetze ist, alles Spalterei ist, dann denkt erstmal nach, geht in euch, atmet tief durch und seid euch bewusst, wir nehmen keine Rücksicht auf euch. Ja, das will ich euch ganz klar gesagt haben. Es gibt ganz viele, ich sag's mal, wie es ist, ich bin ja der Störer aus dem Bundestag angeblich. Ne? Es gibt auch Störer im Chat, ja, die meinen, sie würden die Meinung der Mehrheit vertreten. Dabei sind das einfach nur die lautesten Streihälse, die meinen, in irgendeiner Form da sich mitteilen zu müssen und die Meinung der Mehrheit zu repräsentieren, wenn sie ganz besonders laut schreien und auf uns eindreschen. Nichts davon ist wahr und das haben unter anderem auch die letzten Tage gezeigt, als ich ein anderes Video hier auf dem Kanal bereits hochgeladen habe, als ihr, als diese Kommentare suggeriert haben, dass das Meinungsbild sehr eindeutig ist. Tatsächlich war es sehr, sehr vielfältig und ich freue mich, sagen zu können, dass ich sogar Abonnenten dank eurem Interesse hinzugewonnen habe. Insofern, viele werden sich getriggert fühlen, manch einer wird schreien, vielleicht werden ein paar weniger sogar desabonnieren, aber liebe Leute, das ist mir egal, das ist Uwe egal, das ist garantiert auch dem Mario egal. Ja, wir werden uns heute über Themen unterhalten, auf die Art und Weise, wie uns das richtig erscheint, wie wir das für wichtig erachten. Ihr seid heute Gäste auf diesem Kanal, könnt uns wie immer über die Schulter schauen, könnt natürlich mit mir kommunizieren. Ich habe beide Chats sowohl auf DLive als auch auf YouTube vor mir. Nichtsdestotrotz, ich wiederhole es noch einmal, damit es im Nachhinein keine Missverständnisse gibt. Wir nehmen keine Rücksicht auf Verluste heute und sprechen die Dinge so klar an, wie es uns der Ernst der Lage gebietet. Und dass wir wirklich ganz tief, ich will nicht sagen in der Scheiße stecken, ja, aber ganz tief in einem Wirrwarr drinstecken, das zu lösen oder wenigstens zu durchschauen, wir heute versuchen müssen, das sollte jedem klar sein und dafür ist heute ein weiterer Versuch. Es wird nicht der letzte bleiben und wir werden heute nicht abschließend alles debattieren können. Ja, es wird heute eine Bonusfolge geben nach dieser Hauptsendung. Das heißt, wer möchte, der kann jetzt schon rübergehen und auf etvideocontent.com sich registrieren für die Bonusfolge, die es danach mit beiden Protagonisten geben wird. Mario wird kurz am Anfang dabei sein, danach wird er Uwe das Feld überlassen. Wie dem auch sei, was wir heute in der Hauptsendung nicht schaffen, werden wir nachher in unserer Kommentarsendung quasi nochmal auseinandernehmen. Wir freuen uns auf eine spannende Sendung mit euch und ich bin mir sicher, auch für meine Gäste zu sprechen, auch wenn ich sie gleich dazu selbst befrage, dass das ein Thema ist, auf das sie sich auch freuen, dass sie eine Bühne haben, über so etwas sprechen zu können, weil die Dinge, die wir angesprochen haben, die Dinge, die wir heute ansprechen, die gehören angesprochen, die brauchen mehr Raum, man braucht mehr Debatte, man braucht auch mehr Möglichkeiten, auseinander zu liegen, damit man eben sieht, in welchen Punkten man dann doch übereinstimmt. Ja, und dafür sind wir heute hier und dafür hole ich sie mir jetzt in den Stream. Sie geben mir beide einen Daumen nach oben, wenn sie soweit sind. Ja, Mario ist am Start, Uwe auch am Start, wunderbar. Dann geht es jetzt los, rüber zu den beiden. Willkommen im Stream.
lieber Mario Buchner links und lieber Uwe, auch dich muss ich unseren geschätzten Gästen nicht mehr allzu lange vorstellen. Du, deines Zeichens Star-Analyst, wie gesagt, auf diesem Kanal, Sachverständiger für Immobilienbewertung, klarer analytischer Verstand, hast einen eigenen Kanal, die Welt klar sehen, da kann man mehr von dir erfahren, wenn man denn so geneigt ist. Und lieber Mario, dich brauche ich eigentlich auch nicht mehr vorzustellen. Ja, der Mann, der im Englischen sagt, the man who needs no introduction, ja, der keine Einleitung braucht. Einer der Kritiker, der zu Recht sehr lautstark von Anfang an, möchte ich sagen, ja, richtig gelegen hat und richtigerweise lautstark, wie gesagt, kritisiert hat, was es zu kritisieren gab. Ein Macher, der selber Demos organisiert hat, selber probiert hat. Ich bin schon darauf eingegangen, wie unsere Demo in Mannheim damals ins Wasser gefallen ist. Soweit brauchst du also gar nicht ausholen heute. Regelmäßiger auch Gast auf meinem Kanal und mich freut es, dass du auch heute da bist. Ganz kurz ein Grußwort von euch beiden, bevor wir in die Thematik einsteigen. Lieber Mario, alles okay bei dir? Wir haben uns ja länger nicht gesehen. Die Leute haben sich gefragt, wo du deine Demo-Pause verbracht hast. Ja, hallo Elia, hallo Uwe, hallo alle, wo auch immer ihr uns jetzt gerade verfolgt. Ja, ich habe zum einen mir nicht nur eine Veranstaltungspause, also eine Demonstration, ganz ehrlich, habe ich keine gemacht. Ich habe auch in Deutschland noch keine Demonstration gesehen. Auch ich habe Veranstaltungen gemacht. Ich dachte, das seien Demonstrationen, das war aber ein Trugschluss. Ich habe mich dann so Ende September, Anfang Oktober wirklich zurückgezogen, um auch mal ein bisschen dazu zu lernen. Denn Widerstand muss wie jedes andere Handwerk auch zunächst mal in der Theorie verstanden werden und erlernt werden. Da habe ich mir die Zeit dazu genommen, um mal nach Literatur zu schauen, um mich mit Leuten zu unterhalten und eben Strategien zu entwickeln, was denn tatsächlicher Widerstand ist. Das ist die Pause, die ich genutzt habe. Ich hatte zwischenzeitlich auch noch einen ganz kleinen Telegram-Kanal, den ich aber immer geschlossen und privat gehalten habe. Den habe ich in der letzten Woche komplett gelöscht. Da waren noch rund 2000 Leute drin. Die Begründung dafür ist, ich möchte mich nicht an dieser Protestindustrie, die entstanden ist, ja, diese Tausende von Telegram-Kanälen, in denen auch wie bei Querdenken die Menschen im Prinzip nur ergebnislos im Kreis geführt werden, was eine andere Form von Unterhaltung geworden ist, daran möchte ich mich nicht beteiligen. Habe das jetzt auf einem sehr kleinen und sehr privaten Niveau gehalten, wo ich die Leute dann auch weitestgehend persönlich kenne. Und das soll auch die Teilnehmerzahl von 100 nicht übersteigen. Ja? Mhm. So, das heißt, auch heute Abend, auch das werde ich weiter einschränken. Ja? Es ist einfach zu einer Industrie geworden. Die Leute, wie die GEZ-Konsumenten, konsumieren den Widerstand, lesen in Hunderten von Kanälen immer wieder das Gleiche, immer wieder dasselbe. Es ist alles gesagt. Wer sich jetzt noch wundert, oh, die Regierung plant das und jetzt wollen sie das und so. Ja, Leute, wo war denn eure Lernkurve in den letzten Monaten? Ja, dass ihr darüber euch noch in irgendeiner Form wundern könnt, das verwundert mich, ehrlich gesagt. Mhm. Und ganz ehrlich, vielleicht werden wir auch darüber sprechen. Die Erkenntnis, die ich habe, ist auch, dass diese Bewegung von wahnsinnig vielen, ich will mal sagen, verwirrten Persönlichkeiten durchzogen ist, die den unterschiedlichsten Irrglauben, Irrsinn und Idiotien anhängen. Und damit habe ich auch viel Zeit verbracht, mich mit Leuten, die einen Professor Toll toll finden, die mir erklären wollen, dass es keine Viren gibt, dass die Erde flach ist, dass man die verfassungsgebende Versammlung braucht, den Friedensvertrag und so weiter. Mit all diesem Irrsinn habe auch ich mich die letzten Monate beschäftigt und das führt zu nichts, außer zu ergebnislosen, blödsinnigsten Diskussionen, die Zeit und Energie rauben sind. Also das ist so jetzt mal der Abriss dafür, warum ich mich da auch rausgezogen habe und weiter rausziehen werde. Widerstand findet nicht digital statt, Widerstand findet nicht in der Öffentlichkeit statt, Widerstand ist unter dem Radarschirm des Systems. Ja. Jemand, der wie ich sich so exponiert in der Öffentlichkeit, ist für jede Form von Widerstand im Prinzip schädlich. Ja, weil jemand, der wie ich, ich bin auf dem Radarschirm des Systems. Mhm. Ja, und wenn Menschen glauben, mit mir jetzt eine Bewegung aufzuziehen in der Öffentlichkeit etc., dann kann ich sagen, das hat schon ein bisschen was von Romantik zu glauben, dass das in irgendeiner Form ein Ergebnis haben könnte. Mhm. Weil sofort das System unterwandern wird, sofort das System das kaputt machen wird und sofort das System bei mir auf dem Schoß sitzen wird und entsprechend die Daumenschrauben anzieht. Also so funktioniert
funktioniert das nicht. Da werden wir aber auch noch drüber sprechen. Ich habe jetzt schon wieder viel zu viel lange geredet. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Aber sorry, ich muss mich ein bisschen mäßigen. Man merkt, du hast Pause gemacht. Man merkt, du hast viel auf dem Herzen. Und das musste jetzt erstmal raus in dieser wunderbaren Ouvertüre. Ich danke dir dafür. Viele der Punkte, auf die wir eingehen werden, hast du jetzt schon vorausgegriffen. Du hast sogar teilweise eigentlich schon die sehr naheliegenden Lösungen vorweggenommen. Insofern, ihr seid jetzt schon gespoilert worden. Widerstand ist gar nicht so kompliziert, wie er denkt. Ja, viele Sachen sind in der Vergangenheit schon gesagt worden. Und in der jüngsten, also unmittelbar vor 2 Minuten, als Mario gesprochen hat, wenn ihr zugehört habt, wisst ihr im Prinzip schon so ein bisschen halt, worauf wir heute Abend hinausgehen werden. Wie dem auch sei, danke dir, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Ja, digitaler Widerstand, stimme ich nicht ganz mit dir überein, hat dennoch seinen Platz und seinen Wert. Da kann man schon einiges mitmachen und wir versuchen in erster Linie die Leute zu inspirieren, zu informieren. Ja, aber wir werden natürlich nicht aus unseren Sesseln heraus, weder du noch ich noch Uwe, das System in irgendeiner Form zu einem Umdenken bewegen können. Dazu wird es auf jeden Fall sehr, sehr viel mehr brauchen. Und aber einen ersten Grundstein, und der muss wirklich realistisch sein, der muss auf der Realität fußen, die wirklich teilweise sehr unbequem ist. Den können wir heute setzen und dafür habe ich euch beide auch hier. So, ganz kurz, die Werbung blende ich aus, das gefällt mir gar nicht, das ist das erste und letzte Mal gewesen, dass ich die hier so einblende, tut mir leid. Lieber Uwe, jetzt also zu dir. Uwe, du und ich, wir sagen eigentlich schon seit letzten September, und zwar seit dem 29.8., dass die Demo-Bewegung in der Art, wie sie sich präsentiert hat, wie sie sich offenkundig bis zum 1.8.2021 fast überhaupt nicht weiterentwickelt zu haben scheint, überdacht gehört. Ja? Und ohne jetzt zu weit vorauszugreifen, wir wollen das jetzt nicht strategisch komplett auseinandernehmen, aber damit die Leute auch von deiner Warte her so ein bisschen verstehen, wo du hin möchtest, weil letztes Mal bei unserem Gespräch vor 3 Tagen oder 2 Tagen haben wir das ausgeklammert, gab es für dich, das möchte ich, dass du dich bitte festlegst, gab es für dich wirklich einen großen Schritt nach vorne, den du am 1.8.2021 gesehen hast, in Richtung eines Widerstands auf der Straße, ob er jetzt dahin gehört oder nicht, ja, der für dich produktiver, konstruktiver geworden ist? Ja, also ich würde sagen, es war ein singuläres Ereignis in der Form, wie wir es bei einer Großdemonstration in Deutschland in den letzten Zeiten nicht hatten. Und es hat sich eine völlig andere Diskussions, Taktik dargestellt. Man sah ja, dass die Polizei da auch so gewisse Schwierigkeiten mit hatte. Und nach meiner Meinung war das die erste Demonstration in Deutschland, die den Namen Demonstration überhaupt verdient. Mhm. So, ob daraus noch mehr werden kann, das ist noch eine ganz andere Frage. Siehst du, da stellt sich mir sofort die allererste Frage, weil der Mario hat das auch angesprochen. War das jetzt in der Tat eine Demonstration? Offenkundig in deinen Augen schon. Lieber Mario, vorhin hast du gesagt, du bist bis jetzt nur auf Veranstaltungen gewesen, auf Events. Was du beobachtet hast am 1.8., hatte das für dich Demo-Charakter oder war das vielleicht schon eine Demo, ohne dass wir es mitbekommen haben? Nein, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass das schon in der Tat eine Demonstration war. Es war aus der Not heraus geboren. Hier und da ein Scharmützel, dass sich Menschen meines Erachtens zu unnütz geliefert haben. Denn das Ganze war unkoordiniert, das Ganze waren Spontanaktionen einzelner Akteure, die sich ja auch mehr oder weniger gegen Polizeigewalt gewehrt haben. Da waren so erste Ansätze, dass der ein oder andere endlich mal nicht das Handy hochgehalten hat und gefilmt hat, sondern tatsächlich auch mit eingeschritten ist, um eben Menschen, die dort von der Polizei bedrängt worden sind, denen zu helfen. Mhm. Aber in der Summe sind das eben alles Menschen gewesen, die erstens nicht dafür geeignet sind, die dafür nicht die Kenntnis haben, wie verhalte ich mich da, was sind die Techniken, wie gehen wir vor. Das ist alles also quasi aus der Situation und der Not heraus geboren worden. Und das ist natürlich gefährlich. Wir haben jetzt 500 Leute, von denen wir gehört haben, die haben jetzt alle wahrscheinlich Verfahren wegen Landesfriedensbruch, wegen Widerstand gegen Vollzugsbeamten, gleichgestellte Personen etc. Und diese Menschen werden jetzt wirklich in arge Bedrängnis kommen. Ja? Also da geht es um horrende Geldsummen, die als Strafen drohen. Es drohen sogar Freiheitsstrafen. Und meine Befürchtung ist eher die, dass die jetzt sagen, naja, schaut, jetzt haben wir mal das gemacht, was wir eigentlich die ganze Zeit irgendwo erwartet haben. Und was ist das Ergebnis für jeden Einzelnen von uns? Da lasse ich in Zukunft die Finger von. Mhm. Also Demonstration darf nicht einfach aus dem Nichts heraus entstehen, ungeplant sein. Da müssen Menschen schon mit dabei sein, die in der Lage sind, das Ganze ein wenig zu lenken, zu steuern. Die wissen, was sie tun, wie vorzugehen ist, wann man sich zurückzuziehen hat.
Die Menschen haben sich ja auch da vollkommen naiv in Situationen hineinbegeben, wo man am Bildschirm schon, wenn man nur auch einen Ansatz von Verständnis dafür hat, wusste, gerade sprechen sie noch ganz freundlich mit diesem Polizisten, in 2 Minuten wird er derjenige sein, der denen dort aufs Maul hauen wird. Ja, und genauso ist es dann auch eingetreten. Ja, also ich habe das für verantwortungslos gefunden von den Veranstaltern, von Querdenken bis heute. Also Querdenken hat dafür gesorgt, dass die Menschen nicht wissen, was Widerstand ist, wie man sich auf einer Demonstration verhält. Mhm. Ja, das haben sie alles nicht getan. Stattdessen haben sie Firlefanz-Tänze aufgeführt. Ja, den Tanz werden wir jetzt dann machen, statt den Leuten mal zu sagen, also wenn ihr da hinkommt, da gehört mal das an ein bisschen Ausrüstung dazu, das an ein bisschen Grundverständnis dazu. So verhält man sich, wenn man verhaftet wird. So verhält man sich, wenn man in Konfliktsituationen gerät und so weiter. All das ist ja nie passiert. Mhm. Ja, und das Ergebnis haben wir jetzt da gesehen. Löblich von Menschen, die gesagt haben, ich ergreife der Initiative, schade, weil sie sind im Prinzip in ein offenes Messer gelaufen. Hm. Naja, ein offenes Messer schon, aber ich sag mal so, selbst wenn es ein offenes Messer war, sie waren doch etwas besser, doch sie waren besser darauf vorbereitet. Natürlich waren sie jetzt nicht strategisch so aufgestellt, wie sie es hätten sein müssen, aber die Art und Weise, wie sie der Staatsgewalt oder der Exekutive in dem Fall halt sich gegenübergestellt haben, der Art und Weise, wie fast schon, ja, auch angesichts des einen Toten, muss ich das jetzt so sagen, liebe Leute, nonchalant. Und zwar nicht nur streckenweise, sondern größtenteils, wirklich großflächig, ja, der Polizei gegenübergestellt haben. Das zeigt mir nicht etwa, man habe den Respekt verloren, aber man hat ein gewisses eigenes Selbstvertrauen gefunden. Das ist schon mal auch ein wichtiger, richtiger Schritt, meiner Meinung nach. Natürlich fehlt es, meiner Meinung nach, am Nachsetzen. Ja, also es war vielleicht ein spontanes Aufflammen, aber unmittelbar am 2.8. waren ja schon 99% der Berliner weggefahren. Am 3.8., als ich dann noch versucht habe, ein paar anderen Menschen da zu folgen, die gesagt haben, wir machen jetzt noch Alphasammlungen. Da war nur noch ein Bruchteil dessen da, was sich in Berlin bewegt hatte. Und dieses Selbstvertrauen, das war offensichtlich sehr momentär, als man die Masse gerade hatte. Ja, solche Aufflammen, das will ich auch vorwegnehmen, die sind zwar sehr, sehr löblich, aber es wird mehr davon brauchen. Es wird einen Großbrand in Anführungszeichen brauchen. Ne? Keinen echten, wir wollen hier nichts anzünden oder so, aber halt einen Dauereinsatz über die eigenen Kapazitäten eventuell hinweg. Und es wird, das habe ich auch in meinen Reden gesagt, Opfer brauchen. Ja, dieser eine Mensch, den wir jetzt zu beklagen haben, der Sascha, das ist zwar sehr, sehr schade, aber das ist leider Gott zu erwarten gewesen, dass das früher oder später passieren wird. Und vielleicht, ja, ist sein Tod ja wirklich auch nicht vollkommen sinnlos gewesen, sondern hat den einen oder anderen halt wirklich die Augen geöffnet, ob des Ernstes der Lage, und die möchten halt diesen Menschen nicht für umsonst gestorben wissen, ja, und werden entsprechend halt mit Vehemenz, mit Nachdruck neue Methoden sich suchen, wie sie halt entsprechend ihren Unmut auf die Straße bringen. Lieber Uwe, der Mario hat das eben gerade schon angesprochen, die Führer, die gibt es ja tatsächlich, die sehen dann so aus, ja, die Führer der alten Querdenkerbewegung. Ich sage alte Querdenkerbewegung, weil ich glaube, dieser unbefleckte Name, Querdenken, ja, den Herr Ballweg so lange schützen wollte, wo er auch gesagt hat, ja, wir werden uns jetzt nicht auf Plan B und Plan C verlassen, weil wir wollen, dass der Name Querdenken unbefleckt bleibt, so jungfräulich, wie er ist, ja, so schön, so mit Frieden assoziiert, wie Herr Ballweg meint, der das wäre, ja. Also so sehe ich das gar nicht. Ne? Erstens, ich glaube, der Mainstream sieht das auf eine ganz andere Art und Weise. Ja? Der assoziiert uns nämlich mit allem Schlimmen in diesem Land. Aber andere Sache, und da möchte ich jetzt, wie gesagt, drüber gehen in dieses Thema, die Führungsebene. Ja? Die haben wir zwar ja schon ein Stück weit analysiert anhand, wie gesagt, unserer Sendung hier. Kann man, darf man, sollte man die Führungsebene im Nachhinein so hart kritisieren, so hart analysieren, wie wir tun? Oder fokussieren wir uns eventuell irgendwie hier nur auf Persönlichkeiten, einfach weil es einfach ist? Ja, wie siehst du das? Muss man im Prinzip jetzt die Masse in die Verantwortung nehmen, in die Analyse nehmen? Oder ist das richtig, dass man sagt, man gönnt eine gewisse Zeit auch den Menschen, die da vorgeben, wirklich halt die Führungsstränge halt in der Hand zu haben? Ja, also ich muss dazu mal sagen, ich bin ja von Berufs wegen eben Sachverständiger, wie viele wissen, und kritisieren und analysieren ist ja eine Sache, die ich nicht nur selber tue, sondern die mir selber auch geschieht. Ich bin auch immer ständig unter Kritik, dass ich Fehler machen könnte oder dass Leute meinen, ich hätte Fehler gemacht. Also insofern solche Argumente, man dürfte irgendwen, irgendwas nicht kritisieren oder Kritik sei zu hart, also das halte ich für Kinderkram. Das mögen Leute, die fühlen, aber nicht denken. Die mögen das so argumentieren. So, aber wenn es um Sachen geht, dann geht es eben ums Analysieren und ums Denken. So, und wenn man eben Organisationsstrukturen hat,
wo man, ich sag mal, irgendeine Form von Leitbild hat, ja, dann ist dieses Leitbild in einer besonderen Position. So, natürlich kann man sich die Frage stellen, ist die Beziehung zwischen dem Leitbild und denjenigen, die dem Leitbild folgen, ist die funktionsfähig, ja? So, oder ist das eine Einbahnstraße? So, das brauchen wir jetzt an der Stelle vielleicht nicht klären, ja, aber auf jeden Fall ist Michael Ballweg, ja, um bei dem konkreten Beispiel zu bleiben, eben eine Galionsfigur der Querdenkerbewegung, ja, und insofern muss er nun mal damit leben, dass ihm ja über die Schulter geschaut wird und dass Fehler genau beguckt werden. So, und wenn ihm das nicht gefällt, ja, dann darf er seinen Kopf nicht aus dem Fenster halten, ja. So, und insofern kann ich nur sagen, wenn die Bewegung ja effektiv sein will, dann muss sie auch bereit sein zu schauen, wo die Dinge gut laufen und sagen, jawohl, das behalten wir bei. Aber sie muss auch bereit sein, den Finger auf die Wunden zu legen, da wo es nicht funktioniert und sich die Frage stellen, warum hat das nicht funktioniert? So, und das ist eine ganz normale Fehleranalyse, die jedes Unternehmen bei seiner Produktentwicklung macht und jeder Dienstleister bei seiner Produktentwicklung macht. Warum jetzt eine Protestbewegung, ja, die ja auch Mechanismen haben muss, die Strategien haben muss, ja, wie Mario gerade wunderbar ausführte, warum das dort nicht gelten sollte und dort alle nur sich lieben sollten, das erschließt sich mir nicht. Aber jetzt hast du nicht hundertprozentig auf meine Frage geantwortet. Es ist wahrscheinlich auch endgültig nicht wirklich so beantwortbar, weil jede Situation ist anders. Aber ist es richtig, dass wir jetzt sagen, wir gucken so sehr auf die Führungsriege dieser Bewegung? Ja, siehst du dort eine Verantwortung, weil du sagst, okay, du hast konstatiert, die Masse der Menschen ist halt immer noch hörig, braucht immer noch einen Führer? Oder hast du das Gefühl, weil ein Stück weit hat man sich ja jetzt schon besonders am 1.8. verselbstständigt, dass es müßig ist zu sagen, man guckt jetzt immer noch auf diese Köpfe der Bewegung, weil die haben auf gut Deutsch eigentlich gar nicht mehr so viel zu melden. Naja, gut, sie haben ja immer noch einen Ruf, ja, und haben sich den ja in der Vergangenheit erarbeitet. Insofern gehört es ja zu einer korrekten, ich sag mal, Geschäftsabwicklung, ja, oder Optimierung oder Transformation dazu, dass man eben auch die Verantwortung für seine Taten übernimmt und die Lehren, die man daraus zieht, an die vielleicht nächste Generation dann auch übergibt. Ja, so, und insofern, ja, natürlich, ich bleibe dabei, man sollte da schon sehr genau hingucken. Und das ist für alle Beteiligten nur von Vorteil, ja, selbst für denjenigen, der dann betroffen ist, weil er dann eben sich nochmal klar bewusst macht, dass das, was er vielleicht leichtfertig für unwichtig hielt, andere aber eben nicht so sehen. Ich will in dem Zusammenhang auch eine Sache gesagt haben. Wir sagen ja immer wieder Resultate. Wir sagen immer wieder, ja, wir nehmen uns heraus, zum Beispiel Frau Merkel zu kritisieren, auch wenn wir über sie sprechen und nicht mit ihr sprechen, obwohl sie natürlich sowieso niemals einem Gesprächseinladung folgen würde. Ja? Also insofern, wir messen nicht mit zweierlei Maß. Wir machen genau das, was wir auch in Richtung Regierung machen. Hier gibt es auch eine neue Führungsstruktur und wir fragen uns entsprechend halt auf Basis der Resultate, die wir über die letzten 18 Monate halt uns angucken konnten, sowohl bei der Regierung als auch bei Herrn Ballweg, als auch bei Querdenken. Also auch im Prinzip auch selbst wenn es diese Struktur gar nicht gäbe, einfach was Widerstand in Deutschland ist, ja, maßen wir uns an, jetzt zu sagen, wie jeder Mensch, wir haben eine Meinung und wir gucken uns an, ganz objektiv, hat die sich in irgendeiner Form entwickelt, also diese ganze Widerstandsbewegung oder nicht. Ja, und darauf hat jeder ein Recht und ich sag mal so, man fängt natürlich mit den schillerndsten Exemplaren an, die ganze Zeit sagen, ja, hier ist alles dezentral, alle Leute sind in der Eigenverantwortung, aber dann merkt man offensichtlich, die Menschen, die gerufen haben, haben offenkundig doch eine eigene, sage ich mal, Agenda, zumindest mutet man das so an. Lieber Mario, ich spiele jetzt ganz kurz einen Clip ein. Vielleicht wirst du den in meiner Nee, Sendung schon ich gesehen haben. möchte kurz dazu auch was sagen. Gerne. Also wir befinden uns jetzt nicht mehr an einem Zeitpunkt, dass wir die ersten 10, 20 Veranstaltungen hinter uns gebracht haben und jetzt eine Analyse machen und schauen, wo sind eigentlich noch die Knackpunkte, was können wir daran verbessern und was muss beim Führungspersonal vielleicht kritisiert und geändert werden, sondern wir sind heute nach 18 Monaten an einem Punkt, an dem dieser Zenit längst weit überschritten ist. Und ich kritisiere einen Herrn Ballweg, einen Herrn Heinz, einen Herrn Ludwig, einen Herrn Eckert und wie sie alle heißen, ich kritisiere sie nicht. Nein, ich mache sie verantwortlich. Ich mache sie verantwortlich, weil sie mit Macht in diese Organisation hineingelenkt haben, indem sie regiert haben und indem sie ihre Sicht der Dinge dieser Bewegung aufoktroyiert haben. Und dafür mache ich sie verantwortlich. Und sie gehören nicht kritisiert, sondern sie gehören von uns vom Hof gejagt zu werden. Das Ganze hier ist deren Teil der Mitverantwortung. Und der müssen Sie sich stellen. Sie sind für mich eine ganz klar gelenkte,
kontrollierte Opposition. Und sie haben den Widerstand in Deutschland nicht nur lächerlich gemacht, sie haben ihn abgewürgt und in eine Fehlrichtung geleitet. Und das werde ich diesen Herren weiterhin gnadenlos vorwerfen, weil es dafür nicht nur Anhaltspunkte gibt, sondern ganz klare Belege, dass das so passiert ist. Mario, kurze Zwischenfrage, du kannst sofort weitermachen. Wissentlich oder unwissentlich? Die Herrschaften, das von denen wird, du sprichst. Das kann ich so nicht klären. Ich halte Ihnen mal zugute, dass Sie vielleicht brauchbare Idioten sind. Dass das System sich angeschaut hat und hat gesagt, okay, was gibt es da für Vögel, wer ist da so unterwegs? Alles klar, die Jungs gefallen uns, denen legen wir keine Steine in den Weg, da setzen wir mal 2, 3 Leute außen rum, die denen die richtigen Dinge einflüstern und vor allen Dingen auch monetäre Unterstützung geben und dann werden wir die ganzen fördern. Ob das tatsächlich von vornherein eingesetzte Personen sind, das wird vielleicht irgendwann die Geschichte klären. Es ist auch irrelevant. Wir beschäftigen uns permanent mit irrelevanten Dingen. Denn relevant ist das, was das Ergebnis ist, das wir alle sehen. Und das heißt, das Ergebnis ist, dieser Widerstand wurde im Keim erstickt. Er wurde lächerlich gemacht. Er hat dazu geführt, dass die Menschen desillusioniert sind, dass die gesamte Energie rausgenommen wurde, inklusive der gesamten finanziellen Energie, die herausgenommen wurde. Ja, es gibt hier sehr, sehr viele Punkte im Einzelnen, die man sich anschauen muss und wo man ganz klar konstatieren kann, ob nun eingesetzt oder nicht, spielt keine Rolle. Das Ergebnis ist, diese Herrschaften haben mit ihrer Verantwortung dazu beigetragen, dass wir heute in einer Situation sind, dass das System gnadenlos die eigene Agenda fortführen kann. Dass jetzt der Fokus auf die Kinder gelegt wird, dass jetzt eine Impfpflicht eingeführt wird. All das haben diese Damen und Herren mit zu verantworten, weil sie den Widerstand im Keim erstickt haben und lächerlich gemacht haben in Deutschland. Und da gibt es nichts mehr zu analysieren, sondern hier gibt es nur noch klar festzustellen und zu sagen, dort sind die Verantwortlichen und die gehören dafür, in die Verantwortung genommen zu werden und vom Platz gejagt zu werden. Da gibt es nichts, da gibt es kein Dankeschön zu sagen, wie immer, ja, die haben doch viel geleistet. Nichts haben sie geleistet. Ja, die haben die Menschen bewegt, sie haben aufgeklärt. Nichts von dem haben sie getan. Ja, die Aufklärung hätten andere genauso gut auch tun können. Die Aufklärung ist auch schon seit Monaten abgeschlossen. Es kommt nichts Neues mehr hinzu. Es wird immer wieder der gleiche alte Brei aufgewehrt und perpetuiert. Ja, und ansonsten ändert sich an der Situation überhaupt nichts. So, und das ist, was man ganz klar konstatieren muss. Und da gibt es kein Rumlamentieren, kein Relativieren mehr und auch keine Diskussion mehr. Der Drops ist gelutscht. Okay, der Drops ist gelutscht. Jetzt hast du natürlich schon sehr weiten Bogen geschlagen, ne, zur Effizienz, sage ich mal, des Widerstandes. Wenn wir jetzt einfach nur mal singulär betrachten, das Non-Event des Jahres für mich, nämlich den 1.8.2021. Warum? Weil das eben für mich, ja, so wie ich das sehe, einer der Belege ist, von denen du sprichst, dass die nämlich tatsächlich da sind. Ja, und da gab es eine Stelle in einem Video, das Uwe und ich uns angeguckt haben. Das war das Video, was der Herr Ballweg 2 Tage nach dem 1.8., also am 3. schon wieder aufgenommen hatte, nachdem es ursprünglich hieß, er würde ja seinen Sommerurlaub, O-Ton, das hat er gesagt, bei P-News oder wie der Kanal heißt, in Berlin verbringen. Der hat offensichtlich keine 48 Stunden gedauert, der Urlaub von Herrn Ballweg. Zumindest war er 2 Tage später nach dem 1.8. schon wieder im heimischen Büro. Und da ist ihm eine Phrase entglitten, bevor ihm danach auch noch sein Gesicht entglitten ist, an einer sehr verräterischen Stelle, sag ich mal, die ziemlich genau für mich und für alle anderen Beobachter mit einem klaren Geist aufgezeigt hat, worum es eigentlich ging, jetzt erstmal ganz speziell singulär beim 1.8.2021. Zur Erfrischung für diejenigen, die nicht dabei waren. Hier mal ganz kurz ein Ausschnitt. So, Sekunde. Ich muss nur ganz kurz rüberschalten. So, also. Ich musste da stutzen. Sekunde, das war unser Video. Nein, hier, jetzt. Ja, wie geht's jetzt weiter? Also am 29.8. wird es keine Kundgebung geben, weil wir haben ja mit diesem Kundgebungsverbot das erreicht, was wir erreichen wollten. Wir haben ein hohes technisches Equipment aufgefahren. Wir haben viel Geld investiert, um der Bundesregierung zu zeigen, dass wir auch Demonstrationskonzepte machen können und die für Pandemiebedingungen geeignet sind. So, da kann ich schon aufhören. Uwe, du musstest da schallend loslachen, als wir das erste Mal diese Stelle da uns angeguckt haben.
Der Mario hat es gerade angesprochen. Wir sind in die Irre geführt worden. Wir sind finanziell wahrscheinlich leer gepumpt worden. Unter anderem hier in diesem Fall 120.000 Euro da, 700.000 Euro in einem Spendenpool, der jetzt beim Feind liegt, dort. Ja, und noch dazu hört man jetzt offensichtlich O-Ton von Herrn Ballweg selbst, ja, dass es nie darum ging, eine Demonstration auf die Straße zu bringen. Man hat vermutlich sogar schon erwartet, dass sie eben verboten würde. Stattdessen hat man tausende Mannstunden investiert, 120.000 Euro, von denen angeblich 70.000 aus eigener Tasche gestemmt worden sind, was immer noch 50.000 bedeutet, die aus der Community kamen, ja, und hat dann offensichtlich dann etwas aufgebaut, von dem man wüsste, es würde schon verboten werden, ja, denn das eigentliche Ziel, man nahm das alles in Kauf, denn das eigentliche Ziel war, der Regierung zu zeigen, dass man weiß, wie man pandemietaugliche Demo-Konzepte schreibt. Kaufst du ihm das ab, dem Herrn Ballweg, dass das tatsächlich, ja, seine Absicht war, oder meinst du, wir sind hier auch wieder zu harsch, zu kritisch, analysieren hier irgendwie über? Ja, ich? Nein, meinst Uwe. Es geht um Uwe. Ach so, ich bin dran. Ja, du bist dran. Naja, also wir hatten das ja schon besprochen, also dass jemand ein Konzept macht nach dem Motto, ich möchte, dass die Demonstration verboten wird, damit ich zeigen kann, dass ich Demonstrationen organisieren kann oder Demonstrationskonzepte machen kann. Das ist für mich ein logischer Widersinn. Ja? So, dieser Satz ergibt überhaupt gar keinen Sinn, ja, sondern es ist allenfalls, ich sag mal, eine nachträgliche Schutzbehauptung nach dem Motto, wir sind ja nicht daran schuld und wir versuchen jetzt das Desaster zu unseren Gunsten zu drehen. Ja? Aber irgendein Nutzen, ja, der vorher planbar war, ergibt sich daraus ja nicht. Also insofern, die Aussage, die ist unstimmig. Die Antwort ist im Prinzip relativ klar. Ich stelle sie nur der Vollständigkeit halber. Kriegt man Fleißbienchen? Kriegt man im Widerstand Mühebienchen, wenn man zum Beispiel im Nachhinein dann sagt, okay, jetzt, obwohl alle Welt auf ein Statement zum Thema Berlin wartet, macht Herr Ballweg zwei Tage später aus dem Urlaub, in den er sich jetzt verabschieden möchte, hat er ja selber gesagt, er gönnt sich ein bisschen Ruhe, ja, spricht er über die Leute, die ihn kritisieren, anstatt über die Sache. Dann zwei Tage später spricht er in diesem Fall hier bei 24 mit Ralf Ludwig über, ja, den Aufwand, den man betrieben hat. Ich glaube, am besten illustriert das hier diese Skizze, dass man sagt, die Demo wäre noch größer ausgefallen als am 29.08. vor einem Jahr. Ja, kriegt man also im Widerstand Fleißbienchen, wenn man im Nachhinein hausieren geht und sagt, na ja, aber wir hatten doch so toll alles vorbereitet. Wie siehst du das? Uwe, immer noch an dich. Ach so, ja, also in der Wirtschaft ist es ja so, dass der Fleiß in der Vorbereitung bedeutet gar nichts, sondern die Frage ist, ob das Produkt vom Kunden ja, abgekauft wird. Ne? Also ich kann natürlich wunderbar Pferdekutschen herstellen in toller Handwerksarbeit, ja, und sage, die kostet 200.000 Euro, so eine Pferdekutsche. Und jeder andere sagt, nee, ich kaufe mir lieber für 10.000 Euro einen gebrauchten Smart. Und damit ist das Thema erledigt. Also die Eigenleistung des Herstellers ist völlig irrelevant, sondern nur der Nutzen für den Abnehmer des Produktes oder der Dienstleistung. Mhm. So, und wenn hier das Produkt eben war, Demonstration, dann kann es kein Argument sein, wie viel man getan hat, denn das Ergebnis ist ja null. Mhm. Und insofern ist die Eigenleistung, die mag vielleicht da gewesen sein, das will ich nicht in Abrede stellen, so, sie hat aber den effektiven Außenwert von null. Ich würde sogar noch weitergehen an dieser Stelle. Ja, die Leute fragen mich immer wieder, Eli, warum reitest du immer wieder auf Ballweg darauf rum? Ja, also gerade speziell, warum wirfst du ihm das jetzt vor, diese Episode insbesondere? Weil es gab ja zu Recht, ja, auch andere Momente, wo ich zum Beispiel Anfang April kritisiert habe, gesagt habe, das Ding in Stuttgart, das war auch nicht so ein großer Wurf, wie damals behauptet wurde. Man sprach von Hunderttausenden, wir zwei haben nachgezählt, es waren 10.000 bis 12.000, wie dem auch sei. Dankeschön, lieber Thilo, übrigens. Schön, dass die Superchats wieder funktionieren. Wir sind ja auch wieder auf dem anderen Kanal. Vielen lieben Dank für jeden, der unterstützt. Genau, die Leute fragen also, warum werfe ich Herrn Ballweg das gerade vor? Und da sage ich explizit, weil für mich diese Vorarbeit auch nichts wert ist, wenn das Resultat im Nachhinein nicht etwa nur null ist, wie du das gerade beschreibst, es ist ja negativ null. Denn 120.000 Euro sind ja verpufft und Arbeitsstunden sind ja verpufft, die weiß Gott in etwas Besseres hätten gesteckt sein können. Ganz, ganz viele Menschen sind desillusioniert, insbesondere nachdem das jetzt das wieder so ein... Wichtiger. Ja, insbesondere nachdem, hier seht ihr es, es ist eingeblendet, vielen lieben Dank, lieber Thilo. Er sagt, er war stets bemüht, im Rahmen seiner Möglichkeit das Nötige zu versuchen. Er war stets bemüht, das seht ihr in jedem Arbeitszeugnis, das heißt, der Typ hat überhaupt nichts drauf. Man schreibt das mal dahin, damit man irgendwie das respektierlich über die Bühne bringt, aber in Wirklichkeit möchte man den Menschen nur die Tür zeigen. Ja, das ist auch so ein Fachjargon, wenn ihr jemals ein Arbeitszeugnis gehabt habt und man hat euch mit, er war stets bemüht, nach draußen befördert, dann wisst, ja, dass ihr wirklich einen schlechten Job gemacht habt und der Aussteller euch genau das damit auch zur Kenntnis gibt. Wollte. Wie dem auch sei. Also,
es ist ein negatives Ergebnis eingetreten. Es ist ein Ergebnis, die Leute finanziell, ich will nicht sagen ruiniert sind, ja, aber was bisschen Kapital noch übrig blieb, auch nach Ahrweiler, ja, ist jetzt definitiv erstmal über die nächsten Monate weg. Man muss sich das wieder neu aufbauen, kommt eventuell auch nicht wieder. Wir dürfen nicht vergessen, die Inflation galoppiert voran. Ja. Geld, das man im April hätte einsetzen können, hatte im April eben einen größeren Wert, als wenn wir jetzt sagen, wir nutzen das irgendwann im Oktober. Ja. Und diese Mannstunden und in allererster Linie, ihr wisst es selbst, dieses Vertrauen, ja, wenn das einmal erschüttert ist, dann kriegt man das sehr, 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 sehr schwierig zurück. Was noch viel schlimmer ist, meiner Meinung nach, und nicht nur meiner Meinung nach, das werden wir jetzt sehen, auch der Meinung des Mainstreams nach, hinterlässt Herr Ballweg leider Gottes eine sehr traurige Bilanz. Wir gucken die ganze Zeit auf die Bilanz von Mama Merkel nach ihren 15, bald 16 Jahren und wir konstatieren zu Recht eine Katastrophe. Doch dieselbe Katastrophe muss man, wenn man genau hinguckt, auch Querdenken attestieren. Denn, ich sag mal so, die Herrschaft von König Ballweg, ja, er hat ja vielleicht auch eine gewisse Nähe zu Reichsbürgern, insofern ist von einem König zu sprechen vielleicht auch richtig das richtige Wort. Ja, die ist halt leider Gottes, wenn man sie sich wirklich halt nüchtern betrachtet, sehr desaströs. Ich kann das auch illustrieren, ja, wir reden ja die ganze Zeit von Belegen und bringe euch einen ganz, ganz jungen Artikel vom Tagesspiegel. Liebe Leute, lacht nicht, ich selber hätte nie gedacht, dass ich mal den Tagesspiegel zitiere. Normalerweise, wie gesagt, ein Drecksblatt vom Herrn. Aber in dem Fall haben die nüchtern sich, sage ich mal, wirklich alles betrachtet, so wie wir das heute hier tun. Und die kommen zu einer sehr klaren Analyse, wo ich sagen muss, in mindestens 90% der Punkte stimme ich überein. An dieser Stelle, ja, free for all, ihr könnt sehr gerne eingrätschen bei jedem Moment. Wir lesen uns einfach durch. Wenn euch irgendwas Pertinentes einfällt, ihr beiden, könnt ihr sehr gerne dazwischen quatschen. Verschwörungsideologen, das ist wie gesagt von 8.10 Uhr heute, geschrieben von einem Sebastian Leber. Herr Leber, wenn Sie Interesse haben, rufen Sie mich an. Offensichtlich sind wir ja doch nicht so weit voneinander entfernt, ideologisch oder anderweitig, ja, wie Sie das ansonsten dargestellt haben. So kaputt ist die Querdenkenbewegung. Kann ich so unterschreiben und unterstreichen. Jetzt überziehen sich die Querdenker gegenseitig mit Vorwürfen, Spott und Intrigen. Hoffnung macht ihnen nur noch ein Mann. Wer wird das wohl sein? Ich sag mal so viel, einer von uns beiden, lieber Uwe, ist ja sogar in diesem Artikel namentlich erwähnt. 2 Tage nach der Demonstration in Berlin sitzt Querdenken-Gründer Michael Ballweg wieder zu Hause in Stuttgart vor der Videokamera und wirkt deprimiert. Da geht es um dieses Video, liebe Leute. In der Tat, wir haben auch gesagt, er wirkt deprimiert, er wirkt ein wenig ernüchtert, er wirkt irgendwie auch ausgelaugt und er sagt ja auch am Ende des Videos, er verabschiedet sich jetzt nach erfolgreich getaner Sache in den wohlverdienten Nicht-Ruhestand. Den wünschen eventuell nur einige andere Menschen ihm. Er verabschiedet sich jetzt erstmal in den Urlaub. Es gäbe Aktivisten, sagt er, die immer viel kritisieren, aber nichts Eigenes tun. Darauf sind wir auch schon eingegangen. Wir tun etwas Eigenes, aber es muss ja nicht jeder genau dasselbe tun wie Sie, Herr Ballweg, insbesondere, ja, wenn das, was Sie tun, leider Gottes negative Resultate erzielt. Also, die einiges tun. Kritisiert wird er selbst und zwar aus den eigenen Reihen. Ballweg habe versagt, heißt es, er sei naiv, feige, inkompetent. Dazu möchte ich sagen, ne, lieber Uwe, du wirst mich da unterstützen können. Wir haben zwar von Naivität gesprochen, wir haben aber beide niemals Herrn Ballweg inkompetent oder feige genannt. Nein, das haben wir so nicht gesagt. Genau. Weggefährten fragen, wo denn die vielen Spendengelder geblieben sind. Ja, frage ich mich auch, insbesondere wenn 120.000 Euro für ein Non-Event im Raum stehen und das einzige Anzeichen, dass man jemals geplant hatte, irgendeine Demo zu veranstalten, Dixie Close sind entlang der Straße des 17. Juni, ja, dann fällt es mir schwer zu glauben, dass für Dixie Close 50.000 Euro ausgegeben worden ist. Andere halten ihm seine Kontakte zu Reichsbürgern vor. Auch darauf können wir näher mal eingehen. Michael Ballweg wehrt sich, indem er den Kritikern böse Absichten unterstellt. Es gäbe halt Kräfte, die die Szene spalten wollten. Schon wieder, ne? Dieses Lieblingswort von allen Menschen, die das Denken gerne abstellen möchten, ne? Die brauchen eigentlich nur ein Kommandowort und das ist spalten und dann sofort schaltet man auf Durchzug. Das sei ermüdend und erschöpfend. Noch vor einer Woche sah es so aus, als könne der Querdenkenbewegung ein Comeback gelingen. Tausende Anhänger zogen durch Berlin, ignorierten Demonstrationsverbote, durchbrachen Polizeiketten. Der Aufzug wirkte kraftvoll, doch der Effekt ist schnell verpufft. Statt der eigentlich geplanten Protestwoche, mit denen die Corona-Verharmloser die Bundesregierung zum Rücktritt zwingen wollten, folgte in Berlin gar nichts mehr. Kann ich ganz genauso bestätigen. Ich bin als einer der wenigen wirklich die längste Zeit dort geblieben. Ja, und schon am ersten Tag nach der Demo war die Luft raus, geschweige denn am zweiten und am dritten, liebe Leute, ja, herrschte da im Prinzip wieder Normalität wie eh und je. Dafür überziehen sich die Köpfe der Bewegung jetzt gegenseitig mit Unterstellungen. Funktionäre, die noch vor einem Jahr gemeinsam den Umsturz probten, ja, da beziehen die sich auf den Reichstagssturm, den wir nie inszeniert oder durchgeführt haben, sind nun erbitterte Feinde, machen den jeweils anderen für das massive Schrumpfen der Bewegung und das Nichterreichen ihrer Ziele verantwortlich. Dabei entstehen neue Verschwörungstheorien. Ein Lieblingsvorwurf lautet, wer interne Kritik übe, wolle bloß die Bewegung sabotieren. Uwe, Mario und ich, wir können alle darüber ein Liedchen singen. Oder noch schlimmer,
sei gezielt von der Regierung eingeschleust, um den Protest zu ersticken. An dieser Stelle, ja, ich muss als Journalist nachfragen, ich kann mir die Antwort schon denken, aber lieber Mario, bist du ein eingeschleuster V-Mann, wie immer wieder behauptet wird, ja oder nein? Nein, aber ich bin ein Spalter. Und ich spalte, weil ich die Faulen, die den Gesamtorganismus schadenden Extremitäten abspalten, abtrennen möchte. Denn dieser angebliche Widerstand ist nun einmal getragen. Er steht auf den, ich nenne das jetzt mal den Beinen von Querdenken. Und diese Beine sind nicht mehr tauglich, um zu gehen. Ja? Also müssen sie abgespalten werden. Und mittlerweile sehe ich auch den Begriff der Spaltung oder den Begriff des Spalters für mich als positiv, weil es genau das ist, was ich erreichen möchte. Ich möchte, dass wir uns von diesen Leuten trennen. Und zwar endgültig. Ich möchte, dass wir dann genesen, dass dieser Organismus, dieser Widerstandsorganismus wieder zu neuen Kräften findet. Weil wenn er an diesen alten, faulen Beinen festhält, wird er zu einem bettlägerigen Patienten werden, der weitere Krankheiten an sich ziehen wird. Also müssen wir diesen schmerzhaften Prozess der Abspaltung durchführen. Und dazu gehören dann eben diese Köpfe. Es gehören auch immer noch die Leute, die diesen Köpfen hinterherhängen. Wir haben keine Zeit, keine Energie, uns damit permanent zu beschäftigen, auch die noch, die sich selbst aufgeweckt nennen, zu erwecken. Die träumen einen anderen Traum und es ist nicht mehr unsere Aufgabe, sie noch, weil sie kosten Zeit und Energie. Ja, alle, die dem noch nachhängen, ja, nein, nicht mehr weiter mit beschäftigen, sondern den Blick nach vorne. Querdenken ist Geschichte, diese Leute sind Geschichte, wir müssen uns von diesen komplett trennen und etwas Neues auf die Beine stellen. Nur so kann uns das Ganze gelingen und deswegen keinen weiteren Blick mehr darauf. Also, nein, ich bin kein V-Mann, ich bin ein bewusster Spalter. Mhm. Ja. Richtig. Lieber Uwe, auch dir muss ich die Frage stellen. Dazu sei gesagt, ich kenne den Uwe seit, ich glaube, Juni letzten Jahres. Ja, aus der Kalten erreicht mich eine E-Mail. Damals ging es darum, dass du statistisch nachgewiesen hast, wie ungefährlich dieser Virus ist, auf Basis einer Tabelle, die jeder bemühen konnte, um für seinen eigenen Landkreis zu errechnen, wie eben unwahrscheinlich es ist, dass man statistisch gesehen auch nur einem Infizierten begegnet. Ja, seither verbindet uns eine immer engere Freundschaft. Du warst, ich glaube, öfter als irgendjemand sonst auf meinem Kanal zu Gast. Ich würde niemals so weit gehen zu sagen, du bist ein V-Mann. Das ist jetzt meine persönliche Einschätzung. Ich bin sehr gerne für Überraschungen offen. Ja, bist du ein V-Mann, bist du ein Spalter, so wie Mario? Ja, also ich sag mal so, wenn ich ein V-Mann wäre, würde ich es ja nicht sagen. Ne? So, und wenn ich keiner bin, dann sage ich, ich bin keiner. Also insofern kann die logische Antwort, ne, nur sein, ich bin keiner. So, und dann möchte ich aber mal trotzdem Gedanken weitergehen. Ja, wie kann man denn jetzt als Außenstehender unterscheiden, da ich ja in jedem Fall sagen muss, ich bin keiner, ob ich denn doch vielleicht einer bin. Mhm. Also was würde ich denn machen, wenn ich zum Beispiel jemand anders die Frage stellen würde und der sagt logischerweise keiner. Ne? Mhm. Wenn mich ein Betrüger frage, betrügst du mich? Sagt er auch, nee, ich betrüge dich nicht. Klar. So, also ich würde gucken, was er denn tut. Denn an den Taten, die ein Mensch tut, da sieht man, was er eigentlich will. Mhm. So, und jeder, der jetzt meine Taten mal anguckt, ja, der kann ja feststellen, ich habe einen kleinen Kanal, so, da sind dann ein paar Dutzend Videos drauf, so, und da war ich zweimal auf Demos und ansonsten kann man von mir nicht allzu viel sehen. Ja? So, das heißt, niemand wird feststellen, dass ich jemals in irgendeiner Organisation war. Ich habe niemals mit irgendjemandem außer mit dir ein Bier getrunken. Ja. So, also wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, der Uwe Lohse, der ist aber ein Reichsbürger, kann man zwar sagen, aber dann möchte er mir bitte mal einen Kontakt nachweisen. Ne? Ich kenne vielleicht so einen rechtsradikalen Aktivisten, so einen komischen Juden aus Dresden, ja, genau. der den Reichstag in die Luft sprengen wollte oder so, ja, angeblich. Ja? Ja. So, den kenne ich. Ja, und wenn man sagt, ja, wie kannst du denn mit so einem Menschen Kontakt haben, dann sage ich, ja, weil ich den kenne und egal, was in der Zeitung steht, ich kenne ihn besser. Mhm. Ja, also insofern
Da habe ich keine Angst vor. Und insofern möge jeder sein Urteil fällen. Mir persönlich ist auch piepst wurscht egal, für wen irgendwer mich hält. Ja, und für wen irgendwer mich betitelt. Ich bin 61 Jahre alt geworden und es hat mich bis heute noch nicht interessiert, was irgendwer von mir hält. So, und es wird mich auch morgen früh nicht interessieren. Das ist gut. Wie gesagt, ich kenne dich als integren Menschen, der auch nicht hinterm Berg hält mit seiner Meinung. Dafür schätze ich euch beide. Aber ich musste der Vollständigkeit halber natürlich diese Frage stellen, weil sich ansonsten der Chat hier mit irgendwelchen Vorwürfen überschlägt, die alle haltlos sind, die alle eben nicht belegbar sind, anders als die Sachen, die wir halt heute hier so vortragen. Es geht gleich weiter im Text mit den Belegen. Ja, aber nichtsdestotrotz, weil man es einfach mal angesprochen haben muss, genauso wie ich ansprechen muss, natürlich bin ich jetzt kein Extremist. Ja, ich bin weder rechts noch links noch extrem. Ja, ich habe in der Tat einen jüdischen Background. Es ist sogar verrückt, dass man mir irgendwie unterstellt, ich sei jetzt hier faschistisch unterwegs, ein Rechter, ein Nazi, sonst was. Ich habe schon sehr oft zu meinem eigenen Background Stellung bezogen, habe gesagt, ich bin aus der Ex-Sowjetunion geflohen. Aufgrund von Antisemitismus als politischer Flüchtling habe ich hier in Deutschland Fuß gefasst, habe dieses Land in mein Herz geschlossen und habe mehr getan für dieses Land als manch einer, der in Anführungszeichen Bio-Deutscher ist. Ja, mir müsste eigentlich diese ganze Bewegung da, Regenbogenfarben, MeToo, wie auch immer, politisch korrekt, müssten die mir den roten Teppich ausrollen. Stattdessen heißt es die ganze Zeit in meine Richtung, ja, ich sei der Hetzer, ich sei der Spalter, ich sei rechts, ich sei extrem, ich sei Nazi, ich könnte nicht schlimm genug oder tief genug sinken. Wie dem auch sei, auch ich stehe da drüber, auch ich habe gelernt, damit inzwischen zu leben. Und was soll ich sagen, liebe Leute, was mich nicht umbringt, macht mich nur härter. Insofern quatscht ruhig weiter. Wer es immer noch nicht begriffen hat an diesem Punkt, ja, der wird es wahrscheinlich nicht mehr begreifen. Weiter geht's im Text, denn wie gesagt, wir haben ja noch einige Belege, die wir vortragen müssen, die an unserer Stadt dieses Mal eben nicht wir bemühen müssen, sondern das haben die Kollegen, in dem Fall muss man tatsächlich einmal sagen, hier haben sie journalistische Arbeit geleistet. Ja, also tatsächlich die journalistischen Kollegen von Tagesspiegel haben uns hier geholfen, in die Bresche geschlagen und haben richtigerweise Folgendes weiter recherchiert zum Thema Indizien, das Querdenken nicht nur jetzt, sondern wahrscheinlich schon seit längerer Zeit, ja, krankt auf die Art und Weise, wie der Mario das beschrieben hat. Also, ich versuche das mal so, dass ihr das mitlesen könnt. Sie bekriegen sich auf Telegram, YouTube und anderen Plattformen. Am meisten bekommt Michael Ballweg ab. In Berlin habe er erst den großen Max markiert und sich dann verdrückt, klagt der Aktivist Uwe Lohse. Stellungnahme zu dir, lieber Uwe, bist du ein Aktivist oder hat man dich hier das allererste Mal in der Presse namentlich erwähnt und diffamiert? Ja, also der Tagesspiegel, der ist ja auch ein Institut, wo ich mir die Frage stelle, ob das noch was mit Journalismus zu tun hat. Aber nun gut, jeder soll machen, was er für richtig hält. Ja, bin ich ein Aktivist? Natürlich bin ich ein Aktivist. Ich mache ja Videos, ne? So, die Frage ist nur, wofür aktiviere ich mich? So, und jeder, der meine Videos verfolgt, der wird feststellen, dass ich eigentlich kein Aktivist im Sinne des Umsturzwillens bin oder des Regierungswechsels, sondern meine Devise ist der Bewusstseinswandel, die Transformation des Bewusstseins. So, dazu finden sich auf meinem Kanal in einer der drei Playlisten finden sich auch ein paar Videos. So, und wer die dann mal sich durchguckt, ja, und wird feststellen, dass ich mit Demonstrationen nichts zu tun habe, dass ich mit Parteien nichts zu tun habe, so dass mich all das, was so für die Demonstranten oder die Protestbewegung so wichtig ist, dass mich das überhaupt gar nicht anspricht. Ja, und dass das nicht meine Mission ist. So, ich gucke mir das an, ich gebe da auch meine Meinung zu, ja, aber mein Ziel ist der Bewusstseinswandel. Meine Masterthese ist, das ist ein kulturelles Phänomen, dass es so weit gekommen ist. Es ist nicht ein Problem, was an Frau Merkel hängt, auch nicht an Herrn Gates oder an sonst wem. Mhm. Es ist ein kulturelles Phänomen, dass wir Menschen einfach zu materialistisch und egoistisch denken. Und solange wir nicht an uns arbeiten, werden wir genau solche Führer bekommen, die zu unserem Unterbewusstsein passen. Und die haben wir eben. Das wird noch zu einigem, denke ich mal, Gesprächsstoff, vielleicht sogar Zwünschstoff zwischen euch beiden führen, weil während der Mario hier drüben, sage ich mal, mehr in die Puschen kommen möchte, bist du derjenige, der sagt, man sollte sich nach innen, ich will nicht sagen verkriechen, aber auf jeden Fall orientieren und erstmal einen Kulturbewusstseinswandel herbeischaffen, der mehrere Generationen dauern kann. Das machen wir jetzt noch nicht auf dieses Fass, aber ich bin gespannt darauf, ob ihr in irgendeiner Form dann auch auf einen gleichen Nenner zu bringen seid, ihr beiden. So, lieber Mario, es geht gleich um dich und zwar, da hätte ich gerne deine Einschätzung dazu. Vielleicht täusche ich mich ja in
meiner. Ballweg zeige eine Form von totalitärem Denken, erzähle Unsinn von A bis Z, seine Rechtfertigungsversuche seien armselig. Der Anwalt Markus Heinz, früher ein enger Vertrauter Ballwegs, wirft diesem nun vor, er habe den Namen Querdenken so arg beschädigt, dass man künftige Demos unter einem neuen Namen anmelden solle. Stichwort Personen, Causa Ballweg. Siehst du bei ihm eine Form von totalitärem Denken? Ja, oder wird ihm das nur unterstellt, weil er selbst behauptet ja immer wieder, Querdenken sei eine komplett dezentrale Organisation, ja, und dass jeder dieser einzelnen Initiativen für sich selbst verantwortlich wäre? Ist das falsche Darstellung deiner Meinung nach? Ist er das ist bescheiden? Das Narrativ, das er versucht nach außen darzustellen, aber intern weiß man eben, und das ist mir bestätigt worden in doch etlichen Gesprächen mit Leuten, die im Querdenken arbeiten, dass es so nicht ist. Also angefangen von diesem Manifest, das ganz am Anfang ja bei jeder Veranstaltung noch vorgelesen wurde, über das äußere Auftreten, über das CI etc., bis eben hin, dass auch dann eben Reden, Redner, Inhalte abgesprochen werden mussten, vorgelegt werden mussten, da wurden Redner entsprechend abgelehnt etc. Ballweg hat das auch vor langer Zeit mal in einem Nebensatz, in einem Interview gesagt, dass er eben sagte, ich lasse nicht jeden auf die Bühne, dass ich das, was ich mir schwer aufgebaut habe, durch jemanden, der dann in 2 Minuten irgendein Zeugs erzählt, was nicht zu uns passt, das Ganze wieder zerreißt. Ja? Mhm. So, also das entspricht nicht der tatsächlichen inneren gelebten des Dezentralismus und des autonomen Wirkens der einzelnen Gruppierungen. Das ist bei weitem nicht so. Das ist das, wie es nach außen hin dargestellt werden soll. Und ich sage mal so, ein weiterer Beweis, weil die Menge schreit ja die ganze Zeit nach Beweisen für alles, was wir heute hier behaupten, ist für mich in meinen Augen, da kannst du mir sagen, ob du da mit mir übereinstimmst, der Fakt, dass wir ja deutschlandweit, vielleicht müsste man sogar noch krasser sein und sagen, europaweit, auch Stichwort Frankreich, was wir dort alle gerade gesehen haben, noch keine wirklich wirksame Demonstration gesehen haben. Das bedeutet, sehr viele haben sich ganz schön was abgeguckt, ja, bei Querdenken, mindestens deutschlandweit, haben wir nirgendwo eine wirksame Initiative gesehen. Das heißt, irgendwo die Ummantelung, diese Umnachtung, diese dunkle, ja, von Querdenken, die scheint schon relativ weit gegriffen zu haben und Deutschland fest eben im Griff zu haben. Und das ist auch ein weiteres, sage ich mal, schon ein relativ klares Indiz dafür, dass man eben nicht irgendwo sagt, ja, hier, guck mal, dieses Bundesland, ja, oder diese Region oder diese Stadt einfach nur, macht mal was ganz anderes, sondern im Gegenteil, das riecht schon arg und sieht sehr arg nach Querdenken-Manifest aus, dass du da bemüht hast. Und insofern für mich ein weiteres Indiz, dass man halt eben hier, sag ich mal, immer dieselbe Leitlinie führt oder zumindest ihr folgt. Hier wird jetzt noch jemand angesprochen. Ich lese es nochmal ganz kurz vor. Ich weiß, du hältst von dem Herrn wahrscheinlich selber nicht so viel. Das machen wir heute nicht auf dieses Fass. Aber es wird zitiert, Markus Heinz. Der Anwalt Markus Heinz, früher ein enger Vertrauter Ballwegs, wirft diesem nun vor, er habe den Namen Querdenken so arg beschädigt, dass man künftige Demos unter einem neuen Namen anmelden solle. Du hast selber gerade davon gesprochen, dass CI, ja, Corporate Identity von Querdenken, das ja viele andere, sag ich mal, Regionen auch übernommen haben, sei es ein QD 030, 351, dann die Nürnberger 911, so wie sie alle heißen. Ja. Siehst du das auch so, stimmst du zumindest mit Markus Heinz in dem Punkt überein, als dass es für Querdenken eigentlich keinen Weg zurück mehr gibt? Dieser Name ist verbraucht, die Marke ist wirklich komplett durch, müsste man eigentlich wirklich jetzt ad acta legen? Ja, Querdenken steht für quasi alles, was heute mit ansatzweise politischem Widerstand zu tun hat. Wir sehen das ja auch in den Mainstream-Medien, dieses Framing, Querdenken, das Wort Querdenken wird ja auf allen oder auf jeden angewandt, der eben sich gegen die aktuelle Politik stellt. Ja? Da werden sogar Menschen plötzlich als Querdenker bezeichnet, ja, die nur weit ab und fern von dieser Organisation sind. So, und das heißt, dieser Name steht mittlerweile auch gesellschaftlich für ein gewisses Bild und das ist verbrannt. Querdenken hat letztendlich, und da ist Ballweg, aber es geht nicht nur um Ballweg. Es geht auch um einen Herrn Heinz, es geht auch um einen Herrn Ludwig, es geht um einen Bodo Schiffmann, es geht um einen Herrn Eckert, ja, um all diese Leute. Sie haben dafür gesorgt, dass diese Bewegung unter dem Aspekt Querdenken entpolitisiert wurde. Jeder Blödsinn wurde unwidersprochen zugelassen. Ja, das endete dann in eben Dingen, dass die verfassungsgebende Versammlung am 29.08. in Berlin ausgerufen wurde. Das endete damit, dass eben in diesem Königreich Peter Fitzek plötzlich sich über 100 Querdenken-Funktionäre oberster Ebene wiederfanden, ja, mit einem Vertrag vor sich liegend, wo es eine Eintrittserklärung in diesen Staat gab. Ja, also und so weiter und so fort. Ja, jeder Unfug, den man in dieser Bewegung findet, ja, und diese Bewegung ist durchseucht
durchseucht mit Idiotien. Ja, wurde von Querdenken akzeptiert, wurde nicht widersprochen, ja, es wurde kein Gegenmodell entworfen, sondern alles fokussierte sich nur darauf, ja, wir sind eigentlich unzufrieden damit, was gerade politisch im Rahmen von Corona passiert. Wenn diese Maßnahmen zurückgenommen werden, dann sind wir eigentlich fein mit rein. Ne? Mhm. Dann mehr Systemkritik üben wir nicht. Ja, man sieht es ja jetzt auch in den in der Partei die Basis, da findet man eigentlich ein systemkonformes Programm wieder, ja, also wir wollen da auch gar nicht irgendwie etwas großartig verändern, sondern wir haben mehr oder weniger das Gefühl, die haben sich politisch ein bisschen verrannt, wir müssen diesen Zug nur wieder aufs richtige Gleis setzen und dann ist eigentlich alles in Ordnung, ja, mhm. So, und das ist es ja eben nicht, und aus dem Grund, es gibt da nichts Politisches, es gibt keine Ideologie, die dahinter steht, ja, alles ist erlaubt, das ist, ich würde sagen, wie hat es der Roland mal so schön genannt, es ist so eine Art ökumenische Hure, ja, da darf jeder mit irgendeiner Glaubensrichtung mit hinzukommen, ja, und dann ist egal, ist wurscht, ja, wir treffen uns da alle, und so stehen Personen nebeneinander, die nicht zusammengehören. Ja, da stehen dann eben irgendwelche Hippies neben extremen Rechten, da finden sich extreme Linke wieder. Ja? Da ist ein Sammelsurium, weil diese Bewegung für nichts steht. Jeder kann sich irgendwas raussuchen, deswegen ist das diese Gemengelage, die so hochtoxisch ist. Das kann nicht funktionieren. Und das ist auch schlicht und ergreifend meines Erachtens so gewollt. Mhm. Ja? Denn das beschäftigt die Leute wieder. Ne? Diese ganzen Cues, die da drin sind. Nie hat mal jemand ein Wort von Querdenken dazu gesagt und hat gesagt, Leute, lasst euch nicht verarschen. Das dient nur dazu, dass ihr euch in einem Echoraum bewegt, ja? Dass ihr ruhig bleibt, dass ihr darauf vertraut. Da ist eine große Elite im Hintergrund. Ne? Ihr braucht euch nur zurücklehnen, trust the plan etc. Man hat sie in diesem Glauben gelassen. Wenn du ein Q bist, ist in Ordnung. Ja? Und das dient dann, wenn ich weiß, dass das falsch ist, dient das der Irreführung der Menschen, wenn ich das weiter zulasse. Mhm. Ja? Also warum machen die das? Weil sie es zulassen, weil sie es wollen, dass es zugelassen wird. Mhm. Und auch wiederum ja? Ein Indiz an dieser Stelle, lieber Mario, bevor du dich endgültig in Rage redest. Ja, offensichtlich, mir geht's gut. Naja, offensichtlich sind Herr Ballweg und Co. ja doch in der Lage, bestimmten Sprechern, die sie halt eben nicht auf ihrer Bühne haben wollen, ja, das Rederecht abzusprechen. Insofern, wenn sie wollten, könnten sie es. Das bedeutet, wenn sie, sag ich mal, Q-Schwurbler, ja, von VDP bis Falco, wie der heißt hier, Falco 84, der ist jetzt auch gerade auf Sendung, mit seinen 3000 Zuschauern, die sein Märchen zuhören auf D-Live. Ja. Wenn sie diese Menschen tolerieren, sich von diesen eben nicht distanzieren, sondern sagen, nein, nein, wir suchen auch mit denen den größten gemeinsamen oder kleinsten gemeinsamen oder irgendeinen Nenner, ja, dann ist das im Prinzip, also das ist keine erwachsene Herangehensweise an das, was man hier möchte und was wir hier tun, liebe Leute, das muss jedem klar sein. Das ist wahrscheinlich die größte Baustelle, ja, das größte Vorhaben, das ihr in eurem Leben jemals angehen werdet. Der Widerstand gegen das System, das über Jahrhunderte sich aufgebaut hat und eure Arme, vergesst das wirklich nicht, sich halt wirklich bereits um euren, oder die Arme dieses Systems bereits um euren Hals sich schließen und ihr im Todeskampf versucht, dem gerade noch zu entwischen. Um nichts anderes geht es hier. Ja. Entsprechend musste man dem Ernst dieser Sache hier begegnen und das vermissen wir schmerzlich auf jeder Veranstaltung, ja, wo man offenkundig Menschen, die eben diesen Ernst ansprechen wollen, keine Bühne gibt, während man stattdessen Baba Yaga und Baba Yaba und was auch immer für einen Quatsch von irgendeinem Mantra in orange gekleideten Turbanträger, ja, nichts gegen den kulturell, ja, aber während man diesen Menschen halt Platz gibt und dann sagt irgendwie, man lädt irgendwelche, ich habe das im April in Stuttgart alles gesehen, dann lädt man irgendwelche Regisseurinnen ein, die beschreiben dann irgendwie eine Vision, irgendeine Utopie ihrer Welt, wie alles toll wäre, während die dastehen und Hand aufs Herz und sonst was. Ja, offensichtlich hat Querdenken die Möglichkeit, ganz genau auszuwählen. Den möchte man haben, den möchte man nicht haben. Ja, insofern dazu sagen, wir haben da nicht die Möglichkeit gehabt zu sagen, hier, wir sezieren mal das Bein ab, von dem der Mario vorhin gesprochen hat. Manchmal braucht es halt eben eine Amputation, damit der Organismus überlebt. Ja, alles Kranke muss halt eben abgeschnitten werden. Oder alles. Stellt euch mal vor, ihr habt ein Bein, das hat zwei Willen. Ja, ein Bein möchte immer nach links und das andere Bein möchte immer nach rechts. Und der Körper kommt nirgendwo hin, ja, zumindest nicht dahin, wo er möchte, weil er eben halt mit zwei Beinen fährt. Ja, diese Mehrgleisigkeit, die klingt so schön inklusiv, die klingt so schön nach Regenbogen, ne? Aber die bringt euch nicht weiter, liebe Leute. Und das ist etwas, was zu Recht der Mario hier an dieser Stelle kritisiert. Und ich bin mir sicher, der Uwe, der nickt suffisant dazu, der ist auch unserer Meinung. Es geht jetzt weiter, ne? Wir müssen nämlich erwachsen werden, liebe Leute. Und ein Stück weit haben wir das jetzt am 1.8. vielleicht getan. Selbst der Tagesspiegel attestiert das uns hier, dass wir anfangen müssen, uns nicht mehr wie Kinder zu verhalten. Ihr seid doch erwachsen. Heinz selbst ist in der Szene ebenfalls umstritten. Entschuldigt, am Wochenende fiel er vor allem dadurch auf, dass er minutenlang Polizisten anbrüllte. Anhänger, die ihn fragten, wo es denn lang gehe, blaffte er an. Das müssten sie selbst wissen. Ihr seid doch erwachsen.
Na, also lieber Mario, ich weiß, du hältst nicht viel von Herrn Heinz, aber genau dasselbe habe ich den Leuten nicht auch nur gesagt. Nicht viel. Ja. Ich halte nur nicht viel von ihm, sondern ich halte gar nichts von ihm. Ist in Ordnung, ja. Aber ich sag mal so, in dem Punkt stimme ich mit ihm überein. Mich haben auch die Leute aller 20 Meter gefragt, wo ist hier der Protest, Eli, wo geht's hin? Wir kennen dich, wir erwarten von dir, dass du uns jetzt sagst, wo wir uns hinbewegen sollten. Ich habe immer wieder gesagt, Sie doch einfach nur seinen Kanal folgen sollen, weil da hat er permanent seine Positionen durchgegeben mit der Richtung, in die er gerade geht. Ja? Also die Polizei musste gar nicht irgendwie großartig forschen, sondern sie brauchten einfach nur seinem Kanal zu folgen. Dann wussten sie, wo er ist und wo die Reise hingeht. Ja, das ist richtig. Aber nichtsdestotrotz konnte er ja oral die Leute schon, sage ich mal, in die oder die andere Richtung konsultieren. Ich habe den Leuten immer wieder gesagt, was richtet ihr euch nach mir aus? Ich bin auch nur ein Mensch, noch dazu eingeschränkter als ihr, weil mit deiner Kamera, dem ganzen Equipment und sonst was, der Protest ist da, wo ihr seid. Ihr seid verantwortlich für euer eigenes Handeln, wo auch immer ihr steht. Selbst wenn ihr hier stehen bleibt, den setzt eine Sitzplakate macht oder was auch immer, Eilveranstaltung, Spontanveranstaltung, irgendein Kram, ja, das ist mehr und wahrscheinlich produktiver, als wenn ihr euch nach mir richtet und ich euch in irgendeine bestimmte Himmelsrichtung da bewege. Okay, weiter geht's. Also die Kontrahenten Heinz und Ballweg haben Videos veröffentlicht, in denen sie sich gegenseitig schwere Vorwürfe machen. Heinz sagt, Ballweg sei schuld, dass Querdenken inzwischen vom Verfassungsschutz beobachtet werde. Muss man so sagen, oder? Lieber Uwe, du hast sogar noch weitergegriffen. Du hast mir ja neulich ein Video geschickt von Ralf Ludwig, der da ein Stück weit scheinbar das Reichsbürger-Narrativ, man ist ja offen, man müsste ja mit allen reden, ne, in Schutz genommen hat, ins B von Herrn Ballweg. Ja. Und du hast gesagt, da muss sich keiner der beiden in irgendeiner Form wundern, weder der Herr Ballweg noch der Herr Ludwig, dass denen Reichsbürgernähe zumindest halt unterstellt wird, oder? Ja, also ich sag mal so, die Frage, ob die Reichsbürger nun gefährlich sind oder nicht, ist eine Frage, die können nur Verfassungsjuristen und andere Organe, ich sag mal, letztendlich beurteilen. So, insofern kann ich da keine juristische Expertise zu machen. So, aber jetzt nehmen wir doch mal an, dass das, was Herr Ballweg und Ralf Ludwig eben meinen, dass das korrekt wäre, ja, dass es auch juristisch fundiert wäre, nämlich, dass die Reichsbürger eigentlich ganz normale Menschen sind, die nur eben eine besondere eigene Weltvorstellung haben. So, wenn das jetzt so wäre, dann würde ja gar nichts dagegen sprechen, mit denen auch einen Kaffee zu trinken oder die mal zu besuchen. Mhm. Aber selbst wenn es so ist, ist ja die Frage, würde man das als strategisch für, oder taktisch für sinnvoll halten? Denn wir wissen ja, dass in den Massenmedien die Reichsbürger ja auch so eine Art Feindbild darstellen, ja, zu Recht oder zu Unrecht, und dass eben die Mehrzahl der Menschen eben das für wahr hält, was die sogenannten selbsternannten Qualitätsmedien so von sich geben. Mhm. So, das heißt, der normale Mensch in diesem Land geht davon aus, dass die Reichsbürger ganz, ganz böse sind. Mhm. So, und da spielt es vielleicht für eine juristische, objektive Beurteilung gar keine Rolle, dass es womöglich nicht so ist. Mhm. Aber für jemanden, der jetzt in der Öffentlichkeit steht, der sollte sich dann überlegen, ob er diese Nähe sucht, weil dann eben diese Interpretation der Mehrheit und der Massenmedien ja automatisch auf ihn übertragen wird. So, also es kommt nicht darauf an, Recht zu haben, es kommt darauf an, welche Wirkung man erzielt. Ja, was man für ein Ergebnis hat, nicht was die Wahrheit ist, sondern was die Wirklichkeit beeinflusst. So, und manchmal, das wissen wir in vielen anderen Bereichen auch, haben Lügen viel mehr Wirkkraft als die Wahrheit. Ja? Mhm. Und insofern halte ich solche juristischen Analysen, ja, aber eigentlich ist es doch so und so, das ist für mich einerseits verständlich, als Jurist denkt man so, aber wenn man jetzt ein Aktivist ist, dann muss man auch auf die Außenwirkung achten und dann halte ich das für taktisch eher destruktiv. Das ist für mich eher so ein Eigentor. Also mich würde gar nicht wundern, wenn Ralf Ludwig dieses Video noch das Genick bricht. Er hat das zumindest, ich weiß nicht, ob er das also bei D-Live rausgenommen hat. Du hast es mir geschickt. Ich hatte gerade noch Zeit, ein bisschen reinzugucken. Jetzt habe ich es gerade nochmal neu aufrufen wollen und zumindest scheint es jetzt wieder weg zu sein. Ob er das nicht eventuell selber zurückgezogen ist, ich weiß es nicht, aber ich würde es ihm sehr stark empfehlen, ja, dass er im Internet das ohnehin zwar nichts vergisst, ja, aber nichtsdestotrotz halt nicht so einfach dem Gegner macht, ja, seine, sage ich mal, politische Leichtfertigkeit ja, zu überprüfen und feststellen zu können. Ja, also vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Das ist ja jetzt die rein strategisch und mediale Betrachtung. Wie ist die Außenwirkung? Mit wem zeige ich mich in der Öffentlichkeit? Also mir geht es dann noch um was meines Erachtens viel Wichtigeres. Und das ist, dass man als eine Bewegung und als Kopf einer Bewegung für Klarheit sorgen muss. Denn die Verwirrung in diesen Zeiten ist eh schon sehr groß.
Und ich kann mich mit jeder Menge von Gruppierungen unterhalten und das mag alles juristisch vollkommen in Ordnung sein, aber schauen wir uns doch mal an, für was diese Leute dann tatsächlich stehen. Ich kann mich natürlich mit Flacherdlern unterhalten, ja, und kann mich darüber unterhalten, ist die Erde jetzt flach oder rund? Aber das ist A, verwirrend, es ist irreführend, wenn ich diesen Leuten auch noch eine Plattform gebe, ja, genauso wie den, wie diesen Reichsbürgern, wie Leuten, die ablehnen, dass es gibt überhaupt gar keine Viren, ja, wenn ich jedem Idioten, ja, ein Gehör schenke, ja, und ihnen eine Plattform gebe und auch noch sage, ja, man kann sich ja mit denen unterhalten. Nein, in dem Fall hat man sich mit ihnen nicht zu unterhalten. Und man hat als Bewegung, als Kopf dieser Bewegung klar zu sagen, privat könnt ihr das gerne tun. Wir als Bewegung tun das definitiv nicht, denn das ist irreführend, das hat mit der Sache nichts zu tun und es ist keine Realpolitik, die da stattfindet. Mhm. Ja, man kann das QAnon, ja, man unterhält sich darüber nicht als Bewegung, weil es Irrsinn ist. Ja, und ja, wenn also ich diesem Irrsinn auch noch Beachtung schenke, werte ich diesen Irrsinn auf. Ja, das ist nicht Realpolitik und dann verdienen diese Leute den Begriff Verschwörungstheoretiker zu Recht. Ja, weil sie irre sind. Ja, also ich stimme dem Mario zu und möchte das noch von einer anderen Perspektive ergänzen, weil er sagte, es ist ja nicht, hat ja nichts mit der Sache zu tun. Mhm. Also das hört sich so abstrakt an, ja, so man muss es gar nicht politisch sehen, sondern es ist überall im Leben so. Jetzt nehmen wir mal an, jemand ist ein Architekt und baut Häuser. Ja, so, dann geht es um das Projekt, dass ein Haus fertig werden soll, nach bestimmten Plänen, zum Beispiel des Auftraggebers. Und daran arbeiten jetzt 20 verschiedene Firmen, ja, bis das irgendwann mal fertig ist. Und die kommen teilweise aus verschiedenen Ländern, die haben verschiedene Religionen, die haben verschiedene Wertauffassungen. Wenn jetzt der Architekt oder der Bauherr zu jedem hingeht, sagt, was bist du denn für einer? Sagt, ja, ich komme aus dem und dem Land, ich nichts verstehen, aber arbeit gut. Ja? Und der Nächste sagt, nee, mit Frauen arbeite ich aber nicht, das machen wir in unserem Land nicht. Und der Übernächste sagt, ja, ich bin aber Veganer. Das alles ist zwar äußerst interessant, aber jedes einzelne Gespräch, was in dieser Art mit den Bauarbeitern geführt wird, verhindert, dass der Bau weiter vorankommt. Genau. Das heißt, diese Art von Weltanschauungsfragen, die sind, und dann gebe ich dem Mario zu 100% recht, die sind grundsätzlich destruktiver Art, weil sie vom Projekt ablenken. Ja. So, und es muss einer oder eine Gruppe, der muss ein Projekt vorgeben, ein Projekt rahmen und dafür muss es dann Etappenziele geben. Und jeder, der jetzt sagt, ich aber auch noch, der ist nicht danach zu beurteilen, ich habe ja auch eine Meinungsfreiheit, deswegen möchte ich auch reden. Nein, sondern die Frage ist, was kannst du konkret zu diesem Projekt da beitragen? Was ist deine Leistung? So, und wenn aber jetzt die Führungskräfte sagen, ja, wir wollen ja jeden anhören, dann sind sie im Grunde genommen nicht an dem Projekt interessiert, sondern sie sind daran interessiert, dass möglichst viele da sind. Sprich, dann sind sie auf einem Denken des kleinsten gemeinsamen Nenners. Es ist toll, wenn 100 Leute auf der Baustelle stehen und reden. Ja, aber wer arbeitet denn eigentlich? Richtig. Kleinster gemeinsamer Nenner habe ich auch offline, also das heißt offline, es war nicht offline, es war online, aber ich habe das permanent gehört. Das ist wie so ein Mantra, das in den Köpfen der Querdenker irgendwie drin zu stecken scheint, ja. Man muss ja jedem eine Bühne geben. Wir sind ja Demokraten, wir rufen die ganze Zeit Frieden, Freiheit, Demokratie und müssen diesen demokratischen Prozess ja so sehr, auch wenn der Rest der Welt sich nicht dran zu stören scheint, dass der vollkommen verschwunden gegangen ist, ja, müssen wir den so sehr übererfüllen, dass wir wirklich handlungsunfähig werden, weil wir wirklich auch dem allerletzten Idioten noch zuhören, eine Meinung bieten, ja, Quatsch, eine Plattform bieten und dann halt sagen, seine Meinung ist genauso wertvoll wie die von anderen. Nein, ist sie eben nicht, liebe Leute. Deshalb haben wir eine Hierarchie, auch in unserer wunderbaren Demokratie hier oder was auch immer diese Farce da zu sein scheint, in der wir sagen, wir haben nun mal eine Bundeskanzlerin und dann haben wir einen Bauarbeiter. Und die Bundeskanzlerin, zu Recht, würde ich auch sagen, selbst wenn ich Bundeskanzler wäre, hat nun mal andere Verantwortung, hat aber auch dementsprechend andere Rechte als der Bauarbeiter. Ja? Und so ist das in jedem strategischen Vorhaben, wo es eben einen Kopf gibt, liebe Leute, und wenn man das eben nicht hat, ja, liebe Leute, dann endet alles halt in einem Desaster wie der Turm zu Babel. Oder runtergebrochen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, das ist auch der letzte Idiot versteht, zu viele Köche verderben den Brei. Ja, wenn man immer wieder sagt, hier noch eine Zutat und da noch eine Zutat und man hört den allen zu, liebe Leute, ja, dann geht es halt die ganze Zeit im Kreis. Und ich habe das Gefühl, nach 18 Monaten, wir sind ganz schön an unserem Nasenring durch die Manege gezerrt worden und eben nicht in eine Richtung, sondern permanent im Kreis. Ja, und zum Thema der Plattform, weil das jetzt vielleicht thematisch einigermaßen passt, auch etwas, was ich an dich und an alle
Also an dich, Eli, und an alle, die diesen Leuten eine Plattform bieten. Ja? Es muss auch jetzt langsam mal in einer Konsequenz enden, dass man dieser Führungsriege Querdenken keine Plattformen mehr bietet, damit klar wird, es ist jetzt ein Ende eingetreten. Wir haben jetzt uns genug mit euch beschäftigt. Wir haben uns genug von euch im Kreis herumführen lassen. Ihr habt ausreichend bewiesen, dass ihr nicht die richtigen Leute seid. Es bleibt offen die Frage, inwieweit das bewusst oder unbewusst geschehen ist. Das klären wir an anderer Stelle. Aber es wird Zeit, dieses Kapitel zu beenden und ein neues Kapitel aufzuschlagen, damit wir die Zeit, die uns immer mehr davon rennt, dazu nutzen können, etwas Ordentliches auf die Beine zu stellen. Und das heißt für mich zunächst einmal eine wirkliche außerparlamentarische politische Opposition, ja, mit einem klaren politischen Auftrag und Ziel, wofür sie steht, damit die Leute wissen, um was geht es hier, wofür bin ich bereit zu kämpfen. Dann das Ganze mit einer entsprechenden Ideologie zu versehen, damit man weiß, mit innerer Überzeugung trete ich auch jetzt hier an. Ja? Und dann den Leuten das Wissen zu vermitteln, was denn Widerstand heißt. Und das heißt nicht immer mit einer Keule in der Gegend rumlaufen und irgendwo draufschlagen. Widerstand und Gewalt hat Milliarden von Facetten. Und die müssen wir lernen anzuwenden. In den Systemen, im Privaten, im Gesellschaftlichen, im Kulturellen, auf der Straße, in der Politik. All das müssen wir aber klar benennen und beschreiben, was wir wollen und wie wir das umsetzen müssen. All das hat Querdenken nicht getan. Buch zu, ihr habt bewiesen, ihr könnt es nicht. Neues Buch auf, wir müssen jetzt mit einer solchen Strategie nach vorne schauen. Und deswegen keine Plattform mehr bieten. Ich verstehe, was du meinst. Du verstehst, dass ich als Medienschaffender so ein bisschen da halt zwischen den Stühlen stehe. Einerseits ist da Diskussionsbedarf. Vielleicht kann man ja den einen oder anderen immer noch erreichen. Ja, vielleicht den einen oder anderen sogar irgendwie umstimmen. Andererseits hast du recht. Irgendwann muss es eine Konsequenz geben. Insbesondere, weil man merkt, da hat vielleicht jemand sogar wissentlich Schindluder getrieben, wissentlich uns in der Manege wirklich im Kreis herumgeführt. Ja, und selbst wenn nicht, liebe Leute, mit wie vielen dummen Menschen habt ihr es in eurem Leben zu tun, wo ihr sagt, der ist nicht ganz so, der ist so ein bisschen minder bemittelt, aber mit dem hänge ich super gern ab. Ich würde sagen, so die Anzahl dieser Menschen tendiert auch bei euch, genauso wie bei mir, gegen null. Insofern, ich unterstelle niemanden, dass er hier irgendwie wissentlich irgendwie auf einer anderen Ebene steht als ich. Bestimmt seid ihr ja sowieso alle klüger als ich, zumindest behaupten das ja immer wieder alle Kommentare. Aber nichtsdestotrotz, ich habe ein Recht auf meine eigene Meinung. Und wenn da irgendjemand mir permanent mit Konzepten daherkommt, der, von denen ich schon im April ganz öffentlich gesagt habe, lieber Micha, wir müssen das mal langsam überdenken, freundlich gesagt. Ja? Und jetzt meint, am 28. und 29.8. macht er erstmal gar nichts, weil jetzt hat er sich einen Urlaub verdient, weil der 1.8. so schön nicht geklappt hat. Ja? Und dass er immer noch an diesem Manifest festhält und immer noch an den Leuten, die in dieser Führungsriege zwar immer weiter ausgelesen werden. Früher waren es mal Hunderte, inzwischen sind es nur noch ein paar Vertraute. Das fühlt sich fast schon so an wie der Führungsbunker, ne? Irgendwie so kurz vor dem zum Kollaps des Dritten Reiches. Ja? Aber nichtsdestotrotz, ja, liebe Leute, Herr Ballweg hat nur zwei Leuten gedankt in seiner riesengroßen, in seinem 12-minütigen, der hat mich kritisiert, der hat mich und alle sind ja so böse. Ne? Aber zwei Leute waren klasse. Der Wolfgang Greulich, in der Tat ein sympathischer Mann, ja, und der Ralf Ludwig. Ja, bestimmt ein toller Jurist, aber brauchen wir jetzt Sympathisanten, brauchen wir jetzt Juristen oder brauchen wir jetzt Widerständler? Brauchen wir jetzt Leute, die wirklich halt mitdenken und sagen, sie packen was an und jeder übrigens auf seine Art und Weise. Und eben darin bemisst sich ja auch der Wert von kompetenten Menschen, dass sie nicht nur das tun, was man denen da irgendwie vorgibt, sondern dass die selbst mitdenken in einem Projekt in ihrer bestimmten Verantwortung. Ja, du hast eine Rolle. Und da brauchst du nicht einen Manager, der dir permanent irgendwie drüber guckt, ja, und sagt das und das und das und das, sondern ein Manager managt das Projekt. Und ihr habt euer eigenes Feld und auf diesem Feld, wenn ihr kompetent seid, gehört ihr dahin. Und wenn nicht kompetent ist, ja, der wird halt eben nach draußen katapultiert und dann heißt es irgendwann, er war stets bemüht. Ja, um mal zu zitieren. Aber es ist ja jetzt quasi alles gesagt. Ja, es ist ja alles über die Monate gesagt. Es kommt ja nichts Neues mehr dazu. Ja, so, und hier müssen auch wir in der Öffentlichkeit, in unserer sehr kleinen Blase, in der wir sind, ich glaube, das ist viel kleiner, als wir uns bisweilen immer vorgemacht haben, ja, müssen wir Klarheit schaffen. Und alles, was dazu beiträgt, es zu relativieren, wieder jemanden hineinzuholen, Verständnis zu zeigen und naja, der hat es vielleicht nicht so gemeint und so weiter, all das trägt nicht dazu bei, dass Klarheit auch in den Köpfen der Menschen da draußen entsteht. Mhm. Ja, ich sehe eine wahnsinnig große Verwirrung.
Eine Verwirrung, die in diesen ganzen Theorien besteht. Ja, ja, wem soll man da jetzt noch glauben? Ja, was ist denn jetzt richtig? Was war das jetzt in Ahrweiler? Ja? Dieser ganze, das wurde künstlich herbeigerufen und da wurden die Kinder aus den Kanälen rausgespült und so weiter. Wenn man da keine Klarheit schafft und wenn man das alles so bestehen lässt, ja, dann werden wir weiter auf der Stelle treten. Ja, also diesen Leuten kein Podium mehr bieten, ja, sondern klar distanzieren, klar aufzeigen, mit was für irrsinnigen Theorien die sich beschäftigen, dürfen sie im stillen Kämmerchen gerne tun, aber wir machen hier realpolitischen Aufbau oder realpolitischen Widerstand und Neuaufbau einer Organisation, ich will das mal eine realpolitische außerparlamentarische Opposition nennen, als Massenbewegung. Ja, wo die Menschen sich anschließen können, können sagen, das ist keine Partei, das ist kein Verein, aber es ist eine Gruppierung von Menschen, die sich unter einem Wertedach, unter einem Inhaltedach zusammengefunden haben. Ja, und da wird nicht darüber diskutiert, ob jetzt die Juden dran schuld sind, die Moslems dran schuld sind oder sonst wer dran schuld ist, die Illuminaten und welcher Blödsinn auch immer, sondern hier wird Realpolitik betrieben. Ja, und dann finden sich die Menschen dort ein und sagen, die kann ich ernst nehmen. Das sind keine Spinner, die von irgendeinem Blödsinn reden, sondern die sind in der Realität angekommen. Sie sprechen die Dinge an, wie sie angesprochen werden müssen. Mhm. Ja? Und sie haben die Konzepte dafür, wie sie das Ganze angehen wollen. Ja? Und sie sind ernst zu nehmen, weil sie auch sagen, im Ernstfall sind wir auch bereit, uns in Notwehr zur Wehr zu setzen. Ja? So, all das, ne, dieses, wir werden uns nie zur Wehr setzen, wir werden immer friedlich bleiben, dieses, ne, das muss aufhören. Ja, realpolitisch heißt das, ich bin auch bereit, wenn die Demokratie scheitert, wenn die parlamentarischen Wege scheitern, wenn der außerparlamentarische Weg, wenn der Protest auf der Straße scheitert und so weiter, sind wir auch bereit, uns in Notwehr, ich lasse meine Kinder nicht mit Gewalt impfen. Und dann bin ich als Vater bereit, dann auch, wenn es soweit ist, Gewalt anzuwenden. Wenn ich mich juristisch nicht wehren kann, wenn ich mich gesellschaftlich nicht wehren kann und wenn nach all dem, was ich versucht habe, die Leute bei mir vor der Tür stehen und wollen meine Kinder impfen, werde ich mich mit Gewalt dagegen wehren. Ja? So, und das muss klar sein. Und so muss jeder agieren. Und es muss dann sagen, Mario, ich werde dir als dein Nachbar helfen. Ich werde auch da sein, wenn man deine Kinder holen wird. Und genauso werde ich da sein bei den anderen, wenn man ihre Kinder holen wird. Ja? Das muss der Konsens sein. Wir sind keine Glaubensgemeinschaft, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Wir erleiden gerade alle dasselbe. Und wir haben diesen wirren Unfug, den haben wir zur Seite zu kehren und wir haben in der Realität anzukommen. Weil ansonsten sind wir nicht glaubwürdig und wir verlieren. Ja? Mhm. Das ist notwendig. Und deswegen diesen Leuten Öffentlichkeit. Keine Öffentlichkeit geben. Vielleicht noch ein Hinweis. Ne? Du hast gerade gesagt, wir sind nicht glaubwürdig und wir verlieren. Ja? Ich glaube, ich bin jetzt kein Militärstratege, aber ich glaube, je unberechenbarer man ist, je weniger man eben nachvollziehbar ist, je weniger man vielleicht auch irgendwo glaubwürdig erscheint, umso besser ist es dem Gegner gegenüber. Also so sollte man sich dem präsentieren. Stattdessen tun wir was? Wir erklären uns permanent. Ja? Wir sagen, wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes. Tun wir. Alles schön und gut. Ja. Aber habt Raum, liebe Leute, für etwas Unvorhergesehenes, was jetzt aber schon an die Wand gemalt ist. Der Mario sagt das absolut zu Recht. Es wird der Moment kommen, wenn sie mit mobilen Impfteams irgendwann verpflichtend an eurer Haustüre stehen. Das hat der Mario schon zu Recht moniert. Ich glaube, letzten Sommer warst du in einigen Städten da unterwegs. Ja? Und wie viele von euch hat diese Botschaft erreicht? Wie viele von euch haben eine innere Klarheit, ja, diesen inneren Grundfesten, wo ihr sagt, das ist dann wirklich diese Schwelle, nach all den 180 anderen Schwellen, die ihr habt vorbeifliegen lassen, ja, wo ihr sagt, nein, bis hierher und nicht weiter. Und was werdet ihr dann bereit sein zu tun? Ich habe euch in der Vergangenheit schon gesagt, liebe Leute, lernt euren eigenen Körper schätzen. Wisst, wie lange ihr rennen könnt, wenn ihr vielleicht nicht angreifen könnt. Ja, eventuell ist es auch richtig zu sagen, okay, man flieht, man zieht sich anderswo zusammen, man kommt gestärkt wieder oder man bleibt halt eben im Exil. Auch das ist eine Alternative, wenn ihr nicht konfrontativ seid, wie der Mario eingestellt ist. Ne? Aber liebe Leute, die ganze Zeit zu denken, die ganze Sache wird hier friedlich ausgehen, ja, so wie sich das alles hier gerade aufbauscht. Da müsst ihr schon ganz schön naiv wie Habalweg sein, wenn nicht vielleicht sogar naiver, wenn ihr wirklich meint, die ganze Sache wird hier gut ausgehen.
So, wir lesen uns ein bisschen weiter im Text. Da ist ja noch einiges und ich möchte tatsächlich hier den Journalisten von Tagesspiegel einmal sagen, dass sie gute Arbeit geleistet haben, weil die haben gut durchanalysiert, die Misere, in der Querdenken steckt. Ganz kurz nochmal zum Thema Reichsbürger. Ich lese hier nur schnell drüber, da gehen wir nicht mehr drauf ein. Ballweg sagt, Heinz sei schuld, dass bei einer Kundgebung ein bekannter Rechtsextremist auf der Bühne stand. Da geht es um Nikolai Nehrling. Uwe und ich sind uns größtenteils einig. Vermutlich ist das ein V-Mann. Also wenn wir ein Prototyp für einen V-Mann suchen, für mich zumindest, ich will jetzt nicht für Uwe sprechen, ist das Nikolai Nehrling. Heinz bestreitet das und wirft Ballweg Kontakte zur Reichsbürgergruppe Königreich Deutschland vor. Deren Mitglieder glauben, ihr Königreich sei durch die Abspaltung von Deutschland völkerrechtskonform geschaffen und erfülle alle Kriterien eines Staates. Tatsächlich wurde vergangene Woche eine Urkunde publik, die Michael Ballweg als Staatszugehörigen des Königreichs Deutschland ausweist. Ein Vertreter der Gruppe hat die Echtheit des Dokuments mittlerweile bestätigt. Ballweg selbst behauptet, er habe lediglich ein Konto bei der Bank des Königreichs eröffnet und jetzt, nach Bekanntwerden des Dokuments, sein Konto wieder gekündigt. Das ist doch unfassbar. Es ist in der Tat so ein Kindergarten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was da steht. Er gibt das sogar zu. Ach, ich habe da ja nur ein Konto eröffnet. Naja, jetzt ist bekannt geworden, jetzt dann nehme ich es halt wieder zurück. Ja. Könnt ihr euch noch erinnern, was der für eine Erklärung hatte, warum die sich da in diesem Restaurant Mexikaner getroffen haben? Ja? Ja. Er sei geleimt worden. Bodo Schiffmann ist doch in die Bresche gesprungen. Ja? Der Eckart ist in die Bresche gesprungen. Ach, der liebe Michael wurde von dem Fitzek hinter die Tanne geführt. Mhm. Ja? Der wusste das selber nicht. Ja? Dabei, die Leute haben berichtet, nee, der hat den ganz offiziell da vorgestellt und hat sich dann über eine Stunde genüsslich daneben gesetzt und hat sich das angehört. Schlimmer noch, als die ersten fluchtartig schon verlassen hatten, diese hassierenden Mexikaner, und draußen abgefangen worden sind vom Verfassungsschutz und anderen Entitäten, ja, blieb er weiterhin ganz seelenruhig da drin sitzen. Ja. Und ich weiß, du magst ihn nicht, lieber Mario Buchner, aber einer der wenigen, der die Eier hatte, das zu Recht zu kritisieren, war der Markus Heinz, was ihm unter anderem jetzt halt die Kommentare eingebracht hat, mit denen Herr Ballweg ihn jetzt bedenkt. Weiter im Text. Auch Markus Heinz, da sind wir wieder, ja, hat sich mit den Reichsbürgern getroffen. Er sagt jedoch, er habe nicht gewusst, an wen er da geraten sei. Er hat auch gesagt in einem Interview, das er diesem Sundermeier da gegeben hat, Rechtsextremist-Experte, ja, der ARD, der sitzt regelmäßig bei Lanz, dass er, wie gesagt, gegangen ist, sofort nachdem er mitbekommen hat, wo er da reingestolpert ist. Michael Ballweg habe ihm die Identität dieser Truppe verschwiegen. Jetzt also eine neue Thematik. Wenn eine Verschwörungsideologin über die andere ätzt. Wer sich die Livestreams der Querdenker vom vergangenen Wochenende ansieht, dem fällt auf, schon da begegneten sich Szenegrößen mit Missgunst, beschuldigten sich gegenseitig der Selbstdarstellerei. Als eine Verschwörungsideologin Vicky Richter die andere Verschwörungsideologin Eva Rosen am Mikrofon sah, lästerte sie, also heute bekommt jeder seine Bühne, die er will, oder? Ist ja auch, was wir gerade angesprochen haben, irgendwann muss man mal sagen, okay, man filtert halt eben so ein bisschen was raus. Die Kämpfe haben wohl auch damit zu tun, dass die Wortführer der Szene lange von Spenden ihrer Anhänger profitierten. Durch das Implodieren der Bewegung nimmt die Menge potenzieller Geldschenkungen ab. Ja, das Implodieren, das ist, denke ich mal, sehr folgerichtig, wenn man gerade 700.000 Euro da und 120.000 Euro dort in sehr kurzer Zeit verschwendet hat. Die Futtertröge werden kleiner. Eva Rosen brach in einem Video bereits in Tränen aus, da sie wegen zu geringer Unterstützung ihre Miete nicht mehr zahlen könne und rief ihre Anhänger anschließend erneut zu Spenden auf. Als zusätzlicher Nachteil erweist sich, dass die Plattformen wie Facebook, YouTube und Instagram inzwischen aktiver gegen Verschwörungslügen vorgehen. In dem Fall muss ich sagen, nein, nicht korrekt, lieber Tagesspiegel. Ihr werdet nicht der Tagesspiegel, wenn ihr nicht Wahrheiten mit Unwahrheiten mischen würdet. In der Tat ist es so, dass es jetzt Lockerungen gibt, sowohl auf Facebook als auch auf YouTube, als auch auf Instagram. Die zwei gehören ja sowieso zusammen. Und dass man da etwas freier sprechen kann über diese ganze Misere, weil halt eben die Masse an Beweisen dazu geführt hat, dass man gesagt hat, okay, jetzt haben so große Köpfe, Stichwort USA, Senatoren und so weiter, die Thematik aufgegriffen, dass man zum Beispiel zumindest über den Ursprung dieses Virus ganz offen auch auf diesen Social-Media-Networks nicht nur debattieren, sondern klare Vermutungen äußern kann. Zuletzt haben etliche Aktivisten ihre Kanäle verloren. Das stimmt allerdings, die Zensur geht leider Gottes weiter. Ich würde aber nicht sagen, sie wird unbedingt schneller. Sie hat einen konstanten Pegel die ganze Zeit gehalten, ja, und wenn es Gefühl hattet, das wäre besser geworden. Nein, es ist nur besser geworden, weil mehr Kanäle aus dem Boden geschossen sind. Aber die Quote, ja, die Frequenz, mit der Kanäle wieder vernichtet werden, ja, die ist meiner Meinung nach stagnant. Diese Woche erwischte es Matthäus Westphal, ein Verschwörungsideologe und Sektenanhänger. Also weder ist er Verschwörungsideologe noch Sektenanhänger, aber lassen wir das, der voriges Jahr beim gescheiterten Reichstagssturm in Berlin anwesend war. YouTube löschte seine Kanäle und damit mehr als 500 Videos. Über ein Jahr harte Arbeit sei futsch, beschwert sich Westphal. Zwar weichen die Gesperrten auf Nischenportale wie Visi aus, doch das bringt ihnen wenig. Dort erreichen sie nur die eh schon eingeschworene Gemeinde. Große Reichweite oder gar Werbeeinnahmen können sie so vergessen und senden nun praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das muss den Leuten auch klar sein, wenn sie in irgendeiner Form mobilisieren wollen zu diesen klassischen Methoden, die ohnehin nichts gebracht haben.
Aber das war doch vorher schon auch so. Also man muss sich ja nicht einbilden, dass nur weil Leute bei YouTube, die in der Protestbewegung sind, 50.000 Follower haben oder 100.000, dass das außerhalb von YouTube irgendwer mitkriegt. Naja, also, sag das mal nicht. Also ich mag es nicht, ja, diesem Mann eine Plattform zu geben, aber Rainer Füllmich, seines Zeichens sowohl die Basis als auch der Corona-Ausschuss. Corona-Ausschuss sendet auf YouTube. Da haben ihn über 90% der Menschen, die in die Basis eingetreten sind, irregeleitet, wie sie sein mögen, ja, entdeckt und haben gesagt, als ich den dort gesehen habe, kam mir das in irgendeiner Form rational vor und ich habe gesagt, jetzt werde ich politisch aktiv, weil dafür geworben. Ja, aber Eli, die Frage ist doch, wonach die Leute, wenn sie auf YouTube gehen, suchen. Ja, so, also wenn du, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber in den letzten paar Monaten, wo ich ab und zu mal geguckt habe, wenn man das Wort Corona oder irgendwas Vergleichbares eingibt, ja, kommen auf den ersten 100 Antworten oder 200, kommen eigentlich nur staatliche Stellen und staatliche Sender, ja, und alles, was zu den sogenannten Qualitätsmedien gehört. Das heißt, der normale Suchende, der findet doch überhaupt gar keinen Zugang. Der sucht dazu. Das nicht, sondern dem wird das vorgeschlagen. Das ist dieser berühmte Algorithmus, lieber Juri, genau. Um das jetzt mal abzukürzen, immer mal wieder, wenn man einfach nur sinnlos scrollt, wie die meisten Menschen sich sinnlos berieseln lassen, dann bietet einem der Algorithmus halt ab und an dennoch eins dieser aktuell populären Videos vor. Und in der Tat gucken ja bis zu 16.000 Leute gleichzeitig diesen Corona-Ausschuss. Daraus lernt der Algorithmus, aha, aus irgendwelchen Gründen scheint das jetzt wohl gerade ein heißes Eisen zu sein und bietet das auch unbedarften Menschen an, die sich dahin verirren. Und manch einer bleibt halt leider Gottes hängen. Ja, insofern, das funktioniert schon. Es ist schon wichtig zu sagen, dass in dem Fall halt wirklich YouTube eine massive Reichweitenbooster ist, weshalb so viele auch um diese Plattform weiterhin kämpfen. Gut, lassen wir das. Weiter im Text. Wutausbrüche in der Partei Die Basis. Wir haben gerade von ihm gesprochen. Auch der Tagesspiegel hat das zu Recht aufgegriffen. Ein offener Machtkampf ist auch, ne? Lieber Mario, das wird eine Frage an dich, weil du sprichst ja davon, außerparlamentarisch müssen wir politische Arbeit leisten. Ne? Ein offener Machtkampf ist auch in der Querdenkerpartei Die Basis ausgebrochen. Die will im September eigentlich in den Bundestag einziehen. War zwischenzeitlich so optimistisch, dass führende Parteimitglieder bereits über Regierungsverantwortung fantasierten. Inzwischen nicht mehr. Innerhalb der Partei überziehen sich die prominentesten Köpfe gegenseitig mit Vorwürfen. Besonders unangenehm fallen dabei die Verschwörungsideologen Rainer Füllmich und Viviane Fischer, die in Berlin den selbsternannten Corona-Ausschuss betreiben, sowie deren Vertrauter Wolfgang Wodak auf. Die drei attackieren Teile des Basis-Bundesvorstands, bezeichnen diese als hochgefährlich und unverbesserliche Individuen. Füllmich spricht von Schwachmaten. Ja, wenn ich es sage, bin ich ein Spalter. Ja, wenn der Herr Füllmich das macht, dann passt das, dann kriegt der Brief und Siegel. Die Partei unterwandert hätten und Hinterzimmerterrorismus betrieben. Allerdings seien diese Parteifreunde ihm, Rainer Füllmich, nicht gewachsen. Er tönt. Das kann doch nicht sein, dass man seine eigene Bedeutungslosigkeit versucht, dadurch aufzuheben, dass man sich mit Leuten anlegt, deren man nicht im Ansatz das Wasser reichen kann. Lieber Uwe, erinnere dich zurück. Uns hat er damals Teetasse und Eunuchen genannt. Aber ich sag mal so, die Taktik benutzen jetzt offensichtlich auch andere und auch seine Antwort ist dieselbe geblieben. Der Pressesprecher der Partei hat Rainer Füllmich im Gegenzug aufgefordert, Corona-Impfungen nicht mehr mit dem Holocaust zu vergleichen. Es läge nicht genügend Beweise vor, dass eine Bevölkerungsreduktion das einzige erklärte Ziel der Impfbefürworter sei. Man muss sich diesen Satz mehrmals durchlesen, um zu begreifen, wie der vermeintlich moderatere Flügel dieser Partei tickt. Zudem sollten Füllmich und Fischer ab sofort auf eher verletzende Verleumdungen verzichten. Denn wer Mehrheiten generieren möchte, schon wieder so ein Politiker-Sprech, der braucht Argumente und Überzeugung, nicht Täuschung, Lüge und Verrat. Die Querelen der vergangenen Wochen, sagte der Sprecher, hätten auch zu massiven Spendeneinbrüchen geführt. So könne man keinen Wahlkampf betreiben. So, jetzt also, wer auch immer sich berufen fühlt, vielleicht ganz kurz nochmal hier der Abschluss dazu zu dem Thema. Der angegriffene Rainer Füllmich will sich dagegen an keine Vorgaben halten, schon gar nicht von Menschen, die seiner Partei unterwandert hätten. Er sagt, uns soll der Mund verboten werden, was bilden sich diese Typen eigentlich ein? So, jetzt an dieser Stelle. Warte, ganz kurz die Frage, lieber Uwe, dann kannst du loslegen. Die Basis ist ja Haus- und Hofpartei der Querdenker. Ja? Die Querdenker, die meinen, politisch aktiv werden zu müssen, die zuerst bei Wir 2020 dabei waren, dann bei Wir, dann bei Neo, ja, und jetzt irgendwo gelandet sind bei der Basis. Ja? Die meinen ja, die tun das Richtige, indem sie halt politische Arbeit leisten. Hat das für euch jetzt, nachdem ihr mitbekommen habt, diese Basispartei gibt es ja jetzt nun auch schon, nicht gerade erst seit gestern, hat das für euch noch irgendeine politische Zukunft? Speziell an dich, lieber Mario, weil du sagst ja, wir müssen außerparlamentarisch, aber dennoch politisch aktiv werden. Vielleicht aber zuerst Uwe, weil der war länger nicht dran. Ja, also ich glaube, es ging ja hier um dieses sogenannte Lüneburger Programm, wenn ich das richtig mitgekriegt habe.
Also er scheint da wohl eben einen Beschluss zu, eine Diskussion gegeben zu haben, ob die Partei nun sich ausschließlich als Corona-kritisch äußern will, ja, oder also Pandemie-Maßnahmen kritisch, sage ich jetzt mal, oder eben auch ein vielfältiges Parteiprogramm haben will. So, mhm. Und es scheint wohl eben einen Beschluss gegeben zu haben, wonach man sich für das Zweite entschieden hat. Mhm. So, und jetzt kommt aber dann eben der Herr Füllmich und seine Truppe, ja, und die sagen, nein, nein, das widerspricht ja den Gründungsprinzipien und man hätte sich immer als Anti-Corona-Maßnahmenpartei verstanden und sei jetzt quasi ein Verrat an den Idealen, so, und die Vorstände, deren Wahlen seien auch nicht in Ordnung und. So, und dann ist er wohl zurechtgewiesen worden nach dem Motto, nehmen Sie mal da hinten mit auf Ihrem Stuhl Platz, Herr Füllmich, wir haben eine Abstimmung gehabt und jetzt akzeptieren Sie das bitte, ja, und das gefällt ihm aber nicht. Mhm. Das heißt also, hier an der Stelle muss man ja dem Dr. Füllmich ein undemokratisches Verhalten unterstellen, okay. Ja, also wenn ein solcher Beschluss rechtswirksam gefällt wurde, ja, dann ist er ja auch einzuhalten, da kann er ja nicht sagen, ja, aber mir gefällt er nicht, ja gut, das kann er schon sagen, aber da kann er ja keine Forderungen dran knüpfen, ne? Mhm. Also das finde ich ein bisschen eigenartig und... Aber antworte jetzt mal bitte auf die Frage, Butter bei die Fische, ist da noch irgendeine politische Hoffnung in deinen Augen, so kritisch wie du bist, also, bei der Basis, nein, so wie die also sich jetzt bewegt haben in den letzten Monaten? Die Basispartei hat nach meiner Meinung noch nie eine Chance gehabt. So, denn was alles, was ich gehört habe von denen, ja, also ihr Vier-Säulen-Prinzip, das ist für mich Kinderkram. Ja, also das hat nach meiner Meinung in einer realen politischen Welt noch nicht mal ein Jahr Überlebenschance, gar nichts. So, und die haben ja noch nicht mal konkrete Handlungsziele, sondern nur allgemeine Quacksalbersprüche, ja, so, die aber überhaupt nichts Konkretes beinhalten. Das heißt, wenn man dann sagt, ja, wir denken uns unsere Ziele aus, wenn wir gewählt sind, ja, und wir haben ja genügend Protestpotenzial von 30%, ja, das haben die anderen Parteien auch, die haben auch eine Nichtwählerschaft von 30%, die sie gerne bearbeiten wollen. Nur leider gelingt es ja keinem, aber der Basis soll es dann gelingen. So, also das ist für mich eine Partei, die ich von allem, was ich gehört habe, ja, und man kriegt ja auch ein bisschen noch so nebenbei was mitgesteckt von meinen Followern, sag ich jetzt mal, ja, mhm. Das ist für mich gruselig. Also da würde ich nicht 1 Euro hin überweisen, weil der wäre mir zu schade. Lieber Mario, ich sehe dich schon im Hintergrund lächeln. Was hältst du denn von der Basis? Du bist doch derjenige, der sagt, wir müssen politisch aktiv werden, außerparlamentarisch. Ja, vielleicht muss man gar nicht ins Parlament, um politisch aktiv zu sein. Vielleicht ist das auch genau die Rolle, die Basis einnehmen wird, nämlich nicht in irgendeinem Parlament. Ja. Tut sie damit nicht vielleicht genau das, was sie sollte, zumindest nach deinem Gutdünken? Naja, zum einen muss man erstmal feststellen, dass diese Damen und Herren dort ja ein sehr interessantes Verhältnis zu Parteien haben. Die haben ja Parteien gegründet, so wie andere Unterhosen wechseln. Ja? Das ist schon mal ein interessanter Vorgang, ja? Dass man eben feststellt, hui, das ist ja eine ganze Palette. Ja? Und was ist eigentlich mit diesen Parteien passiert? Waren das Auffangbecken, um Leute irgendwo zu parken? Waren das auch Geldsammelpools? Was war das denn? Was war denn die ursprüngliche Intention? Und warum wurden dann danach immer wieder neue Parteien gegründet? Ja, so, also da müsste man auch mal irgendwann, wenn man mal die Muße hat, wenn einem langweilig ist, ja, müsste man sich das mal näher anschauen. Was ist denn da eigentlich der dahinterliegende Motor gewesen? So, das dazu. Aber da kann man dem Uwe nur beipflichten, das ist ein derart naiver Kindergarten, das ist ja ein Schenkelklopfer nach dem anderen. Wenn es denn nicht so traurig wäre, könnte man sich da wirklich als Unterhaltungsprogramm sich das jeden Tag reinziehen. Ja? Das ist ja Comedy for free. Aber diese Realsatire trifft uns ja am Ende alle. Ja? Mhm. So, und jetzt muss man mal konstatieren, diese Leute, A, was sie inhaltlich dort bieten, ist ja System. Ja? Sie geben das System wieder, das sind generische Blasen, die sie da produzieren. Sie stehen auch da wiederum für quasi nichts. Und wenn sie für etwas stehen, dann wiederholen sie eigentlich nur die Phrasen anderer Parteien. Ja? Mhm. So, und zwar hauptsächlich auch links-grüner Parteien. Ja? So, das ist das eine. Sie erkennen nicht, dass die Parteien nicht eine Lösung dieses Problems sind, sondern dass die Parteien das eigentliche Problem sind. Mhm. Ja? Sie erkennen auch nicht, dass das System, sie glauben, dass das System Fehler macht. Sie erkennen aber nicht, dass der Fehler das System ist.
Ja, so, das heißt, sie üben ja keinerlei fundamentale Kritik an dem, warum wir eigentlich heute da sind, wo wir sind. Ja, ein Festhalten am Status quo, ein Zurück in mein, ich will mein altes Leben wieder haben, wird es nicht geben. Dieses alte Leben, diese Illusion einer Scheindemokratie, in der wir gelebt haben, ja, in dieser Simulation einer Freiheit, die wir geglaubt haben zu haben, die war doch die Grundlage dafür, dass wir heute in dem enden, in dem wir uns gerade wiederfinden. Also kann ich nicht den Lösungsansatz finden, ich mache das Gleiche jetzt, ich gründe eine Partei, ich versuche das parlamentarisch von innen irgendwie zu ändern. Das gelingt ja selbst einer starken Oppositionskraft wie der AfD nicht. Ja? Auch die wird von innen zerfressen, auch die ist nicht einheitlich, inhaltlich klar. Auch die kann, selbst wenn sie Mehrheiten hat, wird sie verhindert, weil eben die Minderheiten Mehrheiten bilden dann, ja, durch Koalitionen, die dann geschmiedet werden. Und eine Partei, die heute noch mal über 50% kommt, ist vollkommen absurd. Das wird es nicht geben, nicht unter diesen Bedingungen, die jetzt so. Und Parteien spülen immer das Übelste an Menschheit an die Oberfläche. Ja, das ist nicht die Elite unserer Gesellschaft, nein, die man in Parteien an oberster Stelle wiederfindet. Das ist der Abschaum, das ist der Kaffeesatz unserer Gesellschaft. Ja, das sind die Parasiten in unserem System. Ja, so, und da muss man doch endlich mal fundamental Kritik dran üben. Deswegen geht es nur, kein Verein, keine Strukturen, keine Funktionsposten, keine Macht, die man sich irgendwo erwirtschaften kann, gewinnen kann, ja, um die man kämpfen kann. Und deswegen muss es eine außerparlamentarische Opposition rein an Inhalten sein. Mhm. Ja? Nicht mit irgendeinem Ortsverband hier, mit einem Pöstchen da, mit Einflussnahme hier. Nada gibt es nicht. Sondern eine inhaltliche Willensbildung im Volk durch Inhalte, durch Realpolitik, der sich jeder anschließen kann. Es interessiert nicht, wer du da bist, ja? Sondern wenn du dich diesen Inhalten anschließen kannst, bist du herzlich willkommen. Und wenn du dich diesen nicht anschließen kannst, bist du nicht unser Freund. Punkt. So einfach ist das. Ja? So, ich weiß nicht, ob das so einfach ist, Mario, denn du setzt ja den mündigen Bürger voraus. Mhm. So, und wir haben doch jetzt in den letzten anderthalb Jahren gesehen, dass es den eigentlich in Deutschland nicht gibt. Jedenfalls nicht in der Masse. Es wurde nichts angeboten. Es gibt ja kein Angebot dafür und letztendlich Ich glaube, es gibt ja keine von jetzt auf gleich zu lösen ist. Nein, es gibt ja gar keine Nachfrage dafür. Ja, also es doch, die gibt's. Ja, aber nicht in ausreichendem Maße. Also wenn es die gäbe, ja, dann würden doch nicht in der Protestbewegung so viele Schlafschafe rumrennen, ja, und Religionen zelebrieren. Nicht eins mit dem anderen vermischen. Ja? Wir haben ein gigantisches Potenzial der Nichtwähler. Warum gehen diese Menschen nicht mehr wählen? Sie haben den Glauben an dieses System verloren. Sie haben den Glauben an Parteien verloren. Sie haben verstanden, dass sie mit ihrem Wahlzettel nichts verändern können. Und es gibt dazu aber kein oppositionelles Angebot. Wenn, dann gibt es immer nur ein oppositionelles Angebot in Form von Parteien. Ja? Mhm. So, und dieses Angebot, was ich jetzt glaube, was wir machen sollten, wenn wir eine politische Bewegung werden wollen, brauchen wir Inhalte, realpolitische Inhalte. Wir brauchen ein inhaltliches, fundiertes, ideologisches Dach, unter dem wir uns vereinigen können. Und daraus kann dann eben als die Massenbewegung, wo wir inhaltlich dahinter stehen, da kann es auch Kundgebungen geben, ja, Veranstaltungen, ja, wo politisch gesprochen wird, wo klargemacht wird, was wir wollen, wofür wir stehen. Ja, das kann das sein als Massenbasis. Und daraus entwickelt sich dann eben der Widerstand in seinen vielen Facetten. Ja, so, und das ist meines Erachtens das, was im Moment notwendig wird, um all die, das, was jetzt gerade zerbröckelt, wieder dorthin zu bekommen, dass sie sich mit Inhalten auseinandersetzen, diesen ganzen Irrsinn mal beiseite legen und sagen, so, Moment, jetzt kommen wir mal zurück zu wirklich konzentriert auf den Ursprung des Ganzen. Und sind wir wirklich der Meinung, dass wir eine neue Weltordnung installieren? Lieber Mario, darüber, wie wir jetzt weitergehen, ja, lass uns darüber im Bonustalk reden. Ja, lass uns jetzt abschließend das Thema, wegen dem wir eigentlich hergekommen sind. Es ist ja vieles richtig von dem, was du sagst, zu Recht, hat aber auch der Uwe, ne, seine Bedenken und wir können die halt entsprechend debattieren, aber alles halt wollen wir auch nicht vermischen, weil, wie wir vorhin gesagt haben, dann kommen wir auch nicht weiter. Wir wollten uns ja heute unterhalten eigentlich darüber, ist die Zeit von Querdenken nun endgültig abgelaufen. Lass uns das doch bitte weitermachen auf Basis dieses Artikels, von dem wir fast
fast schon am Ende angekommen sind. Das würde sich auch zeitlich sehr gut decken mit unserem Plan, jetzt schon sehr bald in den Bonus-Content einsteigen zu können, solange du noch zur Verfügung stehst. Also, es gibt eine Rettung, die die Querdenker meinen, erkannt zu haben, dieses Mal in der Form von, und da bin ich gespannt auf die Meinung von Uwe, Julian Reichelt, seines Zeichens Chefredakteur der Bild-Zeitung. Das Einzige, was den Verschwörungsgläubigen aktuell Hoffnung macht, ist die Bild-Zeitung. Die berichte seit Wochen in ihrem Sinne, habe Kernforderungen der Bewegung übernommen. Jubeln Aktivisten. Wie energisch die Bild für Lockerungen der Corona-Maßnahmen kämpfe, immer wieder das Robert-Koch-Institut sowie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angreife und sich für die Rechte Ungeimpfter einsetze, das sei vielversprechend. Besonders freut die Szene, wie engagiert sich Bild-Chefredakteur Julian Reichelt gegen das Verbot der Querdenken-Demos einsetzte und Berlins Justiz politische Motive unterstelle. Und dass Reichelt endlich aussprach, was die Bewegung eh schon lange wisse. Rechte hat, wer den Wünschen unserer Regierung folgt. Ein enger Vertrauter von Michael Ballweg lobt, Bildchef Reichelt sei im Grunde ein Querdenker. Ein Mobilisierungsschub erhofft sich die Szene auch durch den Tod. Gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Ne? Da geht es um diesen Sascha, der bedauerlicherweise gestorben ist. Jetzt im Zuge des ersten Nachten, als er eine Polizeikette durchbrochen hat und eben an den Spätfolgen der Art, wie er da behandelt wurde, vermutlich in zeitlichem Zusammenhang, kausal gibt es ja nicht mehr in diesem Land, ne, gestorben ist. Aber die Frage jetzt an dich, lieber Uwe, weil du hast ja eine sehr, denke ich mal, differenzierte Meinung diesbezüglich. Du sagst, da zitiere ich dich von vor 2 oder 3 Tagen, als wir unser Gespräch hatten, die Bild-Zeitung, du hast es nicht länger ausgeführt, aber du hast gesagt, die Bild-Zeitung hat ein finanzielles Interesse daran, sich hier auf die Seite der Querdenker zu schlagen. Sag mal bitte, warum und welches? Ja, also die Bild-Zeitung war ja früher Bestandteil des Springer-Konzerns, ja, der ja eben von der Elfriede Springer oder Friede Springer, der Witwe des Gründers, geführt wurde. So, und dann hat die ja später an den Herrn Döpfner abgegeben und hat das Management gemacht. So, aber irgendwie waren ja die Besitzverhältnisse alle noch größtenteils in ihren Händen. So, und ich glaube, ab 2019 hat dann ein amerikanischer Hedgefonds von KKR, der hat sich wohl überlegt, dass er gerne mal eine Zeitung hätte. Mhm. Ja, und so ein Hedgefonds, der hat nicht deswegen gerne, wenn er in den USA sitzt, eine Zeitung in Deutschland, weil er gerne die Bild-Zeitung liest, sondern weil er Geld verdienen möchte. Okay. So, und nun hat ja die Bild-Zeitung als bundesweite Zeitung eine sehr hohe Auflage gehabt. Mhm. Ja, und deswegen kann man die berechtigte Hoffnung haben als Investor, dass man dort auch Geld verdienen kann. So, und war aber die Frau Springer ja nicht bereit, alles auf einmal zu verkaufen, sondern nur sukzessive. So, und ich glaube, die letzten Teil der Übernahme, um zumindest die Mehrheit zu kriegen, ich weiß nicht, ob er jetzt alle Anteile hat, ist, glaube ich, im Herbst 20 gelaufen. Das heißt, quasi kurz vor der Beginn der derzeitigen Pandemiekrise ist also KKR quasi Eigentümer der Bild-Zeitung geworden. So, und was wollten die? Geld verdienen. So, und womit verdient die Bild-Zeitung Geld? Ich weiß es nicht genau, aber mir haben Leute, die bei Zeitungen arbeiten, deren Meinung war, sie verdienen mit den Pin-Up-Mädchen, ja, weil das lockt immer die Menschen, insbesondere die Männer natürlich dazu, doch mal zu gucken, wer ist denn heute Kalendergirl so ungefähr. Mhm. So, und was wohl ein ganz wesentlicher Punkt zu sein scheint, ist der Sportteil, ja, speziell Fußball. Mhm. So, und jetzt kauft man also als ausländischer Investor diese Zeitung. Und kaum, dass man Eigentümer ist, wird alles verboten, womit die Zeitung ihr Geld verdient. Also der ganze Sport wird verboten, ja. So, und das kann man nicht gut finden, ja. So, und wenn man sich jetzt mal den Chef von KKR anguckt, ne, also jetzt so physiognomisch, ich bin jetzt nicht so ein großer Menschenkenner, aber ich finde nicht, dass er so aussieht wie jemand, der die Nächstenliebe auf seine Fahnen geschrieben hat. Also auf mich wirkt er wie ein ganz knallharter Manager, der, ich sag mal, Dollarzeichen in den Augen hat und dafür auch mit harten Ellbogen vorangeht. Mhm. So, und ich kann mir vorstellen, dass der überhaupt nicht davon begeistert war. Ja, ich weiß nicht, wie viel 100 Millionen oder was die Bild-Zeitung da gekostet hat, Geld zu investieren und plötzlich keine Rendite zu kriegen. Mhm. Ja?
So, und dann ist ja es relativ einfach. Also wenn ich jetzt Investor wäre und würde sagen, ja, was mache ich denn jetzt? Soll ich jetzt für die Regierung schreiben? Ja, und dann nach dem Motto, ja, alle Fußballstadien noch mehr zumachen, am besten alle abreißen, damit nie wieder hingeht. Das würde ich ja nicht machen wollen. Sondern mein Ziel wäre ja, so bald wie möglichst alle Stadien wieder auf. So, und warum sind die Stadien zu? Ja, weil es eine Politik gibt, die sagt, die Stadien müssen zu sein. Also ist doch logisch, dass man aus eigenem geschäftlichen Interesse gegen die Beibehaltung oder gar noch Verschärfung der Corona-politischen Maßnahmen ist, so und stattdessen dafür ist, so dass das jetzt einer anderen Gruppe, die auch Pandemiegegner sind oder Maßnahmengegner sind, in die Hände spielt, ist vielleicht rein zufällig. Denn ich glaube nicht, dass KKR gesagt hat in den USA, ach, guck mal, da sind ja so nette Querdenker und wie sie alle heißen in Deutschland, denen möchte ich jetzt mal einen Gefallen tun. Dann gebe ich mal ein paar hundert Millionen Euro aus und kaufe mir eine Zeitung und das schreibe ich für die. Also so war das doch sicherlich nicht. Aber so wie du die KKR beschreibst, sind das doch eigentlich, wenn die 100 Millionen Euro locker haben oder in welcher Devise auch immer, hoffentlich nicht indonesische Rupien, ja, aber wie auch immer, wenn die halt, sag ich mal, harte Währung haben, in diesem Kapital, von dem du sprichst, dann gehört denen wahrscheinlich ja nicht nur eine Zeitung. Da bemühst du jetzt, sag ich mal, nur das Beispiel Deutschland. Wahrscheinlich gehört denen ja vermutlich auch sogar in Deutschland noch ein weiteres Blatt und vielleicht auch im Ausland ein weiteres Blatt, worauf ich hinaus will. Das klingt so, als wenn du eigentlich, sag ich mal, die Profiteure dieser Pandemie beschreibst, die ohnehin schon an den Maßnahmen und der Monopolisierung des Kapitals aktuell gerade sehr stark mitverdienen. Meinst du wirklich, die haben dann diesen innerlichen Konflikt, dass sie sagen, gerade in Deutschland wollen die aufgrund einer läppischen Summe von 100 Millionen, und für die ist das wahrscheinlich läppisch, ja, jetzt diese Politik, die andernorts so viel Geld in der Wirtschaft riskieren? Also das weiß ich nicht. Also dazu habe ich mich nicht genügend mit KKR beschäftigt. Da kann ich definitiv nichts zu sagen, Eli. So, wo deren Geschäftspolitik hingeht, so und wo der noch überall was gekauft hat, ob er noch andere Medien gekauft hat. Ja, also dafür fand ich den Namen viel zu, ja, für unbekannt für mich. Ja, so bei Hedgefonds ist ja eh immer so eine Geschichte. Ja, die sind ja oftmals nur Ein-Mann-Betriebe im weitesten Sinne und dann noch 20, die den Kaffee bringen im weitesten Sinne. So, und insofern, ja, kann sein, aber ich weiß es nicht. Alles Ja, klar. also ich würde da auch überhaupt nicht spekulieren wollen, sondern ich würde nur wirklich in dieser singulären Tatsache bleiben. Es ist ein Investment und dieses Investment ist fehlgeschlagen. Alles So, klar, und und die versuchen, ihr Investment kein quasi zu vernünftiger retten. Unternehmer, also selbst wenn er jetzt sagt, ich will es verkaufen, wer soll denn das kaufen? Genau. Also profitabel wird es vermutlich jetzt keiner kaufen. Lieber Mario, vielleicht ganz kurz von dir ein Wort. Der Tagesspiegel schreibt hier von dem einen Retter, ja, den wahrscheinlich die Querdenkenbewegung jetzt in Julian Reichelt gefunden hat. Schließt du dich einfach, sage ich mal, im Resultat Uwe an, als dass wir keine Rettung von außen bekommen werden, sondern nur von innen heraus uns selber diesen Widerstand aufbauen können und dann entsprechend aber auch seine Früchte ernten werden? Ja, also das ist ja schon bei mir quasi mein Mantra zu sagen, vertraut nicht darauf, dass da irgendjemand kommt, sondern wir können das nur aus eigener Kraft letztendlich tun. Ja, aber zu dem Thema der Bild-Zeitung, auch da kann man jetzt unterschiedliche Spekulationen anstellen. Ich würde mal sagen, die KKR hat natürlich auch gewusst, was sie da kauft, auch politisch kauft. Denn die Bild-Zeitung steht ja quasi innerhalb Deutschlands für das Blatt, was dem Volk aufs Maul schaut, ja, und was dem Volk auch immer wieder mal so eine gewisse Stimme gegeben hat. Ich glaube, ein wenig, wenn ich das jetzt mal politisch betrachte, erfüllt die Bild-Zeitung gerade die politische Funktion des Ventils, des Dampfablassens. Ja? Sie nimmt da Druck raus, es entsteht der Eindruck, naja, die Medien, da ist dann doch noch irgendwo Objektivismus da. Sie bedienen dann doch so ein bisschen das, was das Maul, das Volk, ne, vielleicht so auf der Zunge trägt, im Herzen trägt, und dann ist da etwas. Für mich ist das mehr im Moment eine psychologische Funktion, die das Ganze erfüllt, die auch darauf einzahlt, dass die Agenda, die politische Agenda weiterverfolgt werden kann. Ja? Das ist so ein Echoraum wie Telegram beispielsweise. Ne? Ach, guck mal, hier kann man Dampf ablassen. Jawohl, es sind alle beruhigt. Es läuft dann doch irgendwo an anderer Stelle. Man kann sich doch noch auf andere verlassen. Ich muss nicht ins Handeln kommen. Ja?
Das ist für mich so eigentlich mehr die politisch-psychologische Idee, die dahinter stehen könnte. Und wenn ich ganz kurz das nochmal illustrieren kann, weil wir sollen ja die ganze Zeit hier Belege bringen, ja, für alles, was wir heute hier so in den Raum werfen. Ich glaube, einer der klarsten Belege, dass selbst die Bild-Zeitung hier entweder mit drinsteckt, ja, wirklich dieses Dampfablasseffekt haben soll oder aber auch nicht in der Lage ist, trotz ihrer Größe etwas zu bewegen, politisch in diesem Land ist, die haben den größten Skandal aufgedeckt seit, ich weiß nicht, dem VW-Dieselgate wahrscheinlich. Ja, dass hier alle unter einer Decke stecken. Stichwort, wie hier die ganzen Krankenhausmanager betrogen haben, ja. Intensivbettenbetrug, ja, wie man sich die Taschen vollgeschlagen hat, wie viel Geld da im Prinzip geflossen ist. Noch schlimmer, dass die Regierung von all dem wusste, das toleriert hat und eventuell sogar noch forciert hat, weil die ohnehin alle unter einer Decke stecken, permanent auf Partys miteinander quatschen und das vielleicht sogar zusammen ausgeheckt haben. Das ist eigentlich ein zum Himmel schreiender Betrug, wo jeder, der in irgendeiner Form mitdenkt, alles stehen und liegen lassen müsste und sagen müsste, für diesen Staat mache ich nichts mehr, bis die sich nicht entschuldigt haben, alles zurückgenommen haben, diese Menschen ihren Job verloren haben und man entsprechend halt wirklich von einem kompletten Neuanfang sprechen kann. Stattdessen, was ist passiert? Trotz des Fakts, dass es auf den Titelseiten stand, vielleicht gerade mal 2, 3 Tage, bevor es langweilig wurde, weil die EM gerade kam, ja, gar nichts ist passiert. Es war unmittelbar wie der Sommer der Freiheit, den Herr Ballweg angekündigt hat und nach 2 Tagen war dieser Sommer schon wieder vorbei. Ja, also selbst diese Bild-Zeitung, liebe Leute, selbst ein Herr Julian Reichelt, ja, so eloquent er sein mag, ja, und so klug er auch sein mag und ich unterstelle ihm, dass er wirklich begreift, ja, was er da eigentlich entweder lange Zeit toleriert hat, vielleicht sogar mitforciert hat und wogegen er jetzt ankämpft. Ja, dass dieser Mensch begreift, er ist vermutlich auch nur eine Marionette der Menschen mit dem großen Geld, die über ihm stehen, die ihm immer noch sagen, was er halt eben wo, wie gerade jetzt anzusprechen hat. Und an ihren Taten sollt ihr sie messen. Holt euch die Bild von vor einem Jahr. Holt sie euch doch mal, genau, wie richtig. Die Bild geschrieben hat. Und der gleiche Julian Reichelt, wie er geschrieben hat. Und jetzt gibt es plötzlich eine komplette Änderung. Hat er plötzlich seine Meinung so dramatisch geändert? Bestimmt nicht. Ja, nein, sicherlich nicht. Aber es ist ja nun mal so, dass jemand, der ein Chefredakteur ist, hat ja nicht seine Meinung zu vertreten, sondern die Meinung des Eigentümers. Ja, das genau, habe ich vergessen. Das gesagt. Genau. Und wenn der Eigentümer wechselt, wechselt natürlich auch der Chefredakteur seine Meinung. Vorausgesetzt, dass der Eigentümer eine andere Meinung hat als der vorherige. Da müssen wir mal gucken, ob das zeitlich übereinstimmt. Ne? Ob das in zeitlichem Zusammenhang steht. Ihr wisst ja, liebe Leute, in dieser Pandemie gibt es da keine kausalen Zusammenhänge mehr. Okay, gut. Lasst uns zu Ende bringen, was zu Ende gebracht gehört. Und wir reden jetzt nicht von Querdenken, sondern erstmal dieser Artikel. Und das ist jetzt auch spannend, weil wir haben ja unseren ersten unfreiwilligen Märtyrer gehabt in dieser ganzen Geschichte hier. Einen neuen Mobilisierungsschub erhofft sich die Szene auch durch den Tod des, ach, das ist auch schlimm, ne? Das ist perfide, wie die das formulieren. Man erhofft sich jetzt einen Mobilisierungsschub durch den Tod des 48-jährigen Demonstrationsteilnehmers. Also erstens, keiner in der Bewegung, das weiß ich klipp und klar, wollte den Tod dieses Menschen. Keiner wollte ihn auch instrumentalisieren im Nachhinein. Und man erhofft sich dadurch nichts, aber ja, es kann tatsächlich sein, dass es dazu kommt. Aber vermutlich auch nicht, denn es gab schon weitaus größere Skandale als der Tod, der bedauerliche Tod, muss man sagen, von einer einzelnen Person. Und ihr seid trotzdem nicht aufgestanden, sondern seid Sofa-Widerstandler geblieben. Der am Wochenende an einem Herzinfarkt gestorben war, nachdem er gewaltsam eine Polizeikette durchbrochen hatte. Anfänglich riefen Köpfe der Bewegung dazu auf, dessen Toten nicht für politische Zwecke zu instrumentalisieren. Inzwischen sind alle Hemmungen über Bord geworfen. Die Polizei wird auf Telegram als Mörderbande beschimpft. Der Verstorbene gilt als Mordopfer. Dem Aufruf zu einem Trauermarsch kamen am Sonnabend laut Polizeiangaben nur 300 Aktivisten nach. Bei einer Kranzniederlegung sprach eine Rednerin, das ist Frau Alexandra Motschmann, ich war da selber dabei, ich habe das live gestreamt, ja, diese erste Kranzniederlegung. Da hieß es noch, Eli, wie kannst du nur, du Spalter, ich mit meinen 3000 Aufrufen damals, dann macht ein Kollege dasselbe Video zum selben Thema, Liberty News Berlin, Max Kittan, ja, 2 Schnipsel zusammengeschnitten, 150.000 Menschen schauen sich das an. Dann hieß es, wunderbar, schön, dass du in mein Denkmal setzt. Naja, lassen wir das. Dem Aufruf zu einem Trauermarsch kam am Sonnabend laut Polizeiangaben nur 300 Aktivisten nach. Bei einer Kranzniederlegung sprach eine Rednerin davon, der Tote werde sicher im Himmel weiterkämpfen. Jetzt die Frage an euch, wer auch immer sich dazu berufen fühlt, vermutlich eher der Uwe, der ist ja so spiritueller unterwegs. Wird der Tote im Himmel sicher weiterkämpfen? Darüber können wir nur spekulieren. Aber wie wird denn deiner Meinung nach die Masse reagieren nach diesem Tod? Ist das jetzt dieser Heilige, den wir gebraucht haben, den wir bald drucken werden, wie Hope mit Obama, ja, auf unsere Sticker, die wir uns überall an die Autos kleben und sagen wir, das wird unser neuer Mobilisierungsschub, wie uns der Tagesspiegel unterstellt? Oder wird das nur eine weitere bedauerliche #Einzelfallnummer, ja, von der es inzwischen so viele gibt in diesem Konflikt? Ja, wir hatten noch in den USA die Black Lives Matter-Geschichte mit dem dort mit dem Knie am Hals erstickten Menschen, ja, der George aber selber Floyd. auch
Genau, so der aber selber auch nicht so ein ganz toller Staatsbürger war, ja, so, aber daraus wurde ja ein großes Rad gedreht, so selbst hier in Deutschland. Ich glaube aber, nee, das wird hier bei dem bedauerlichen Menschen nicht der Fall sein, sondern da fehlt die Symbolkraft, ja. Ja, also ich glaube, Es fehlt ja auch also jegliche mit zum Beispiel ne, Beweisaufnahme. Wir haben ja eigentlich nur den Vorfall, wir haben keine Bilder davon. Bei George Floyd ne, ist ja was unter anderem geholfen hat, wirklich das so nach oben zu katapultieren. A, muss ganz klar gesagt werden, der Fakt, dass das politisch gewollt war, da hat alles, was Rang und Namen hat, mitgeholfen, ja, damit man dann da so ein Eklat daraus produzieren kann. Und B, es gab wenigstens Videoaufnahmen davon. Insofern, inwieweit das jetzt helfen kann, aber da gehen Nein, wir und weit die von weg. Polizei hat ja schon, ich glaube, entsprechend sich geäußert, dass sie da quasi nichts mit zu tun hat, meine ich gehört zu haben, bin aber da nicht ganz sicher. Also sprich, ich erwarte persönlich von diesem tragischen Ereignis keinerlei Impuls für die Bewegung. Das werden nur die üblichen Bekundungen sein, nach dem Motto, wir legen Kranz nieder, wir stellen Kerzen auf und in einer Woche, na, ich sag mal in einem Monat, haben wir andere Themen, die für die Masse interessanter sind. Lieber Mario, abschließend, bevor wir in den Bonustalk gehen, haben wir jetzt einen Märtyrer, den es gebraucht hat, der zumindest zu erwarten war? Wird das uns katapultieren oder teilst du die Meinung von Uwe? Und wenn nicht das, was wird es vielleicht brauchen? Ich kann nur meine persönliche Meinung zu dem sagen, was ich über diesen angeblichen Trauermarsch gesehen habe. Und das fand ich widerlich, abstoßend. Und jedem Einzelnen dort hätte ich gerne persönlich meine Meinung dazu gesagt und vielleicht noch die eine oder andere Watschen dazu gegeben. Also das, was da passierte, ja, mit diesem auf dem Feuerwehrauto oder was das da war, ja, mit den anschließenden Singereien und Tänzen, ja, mit einem Firlefanz, der wieder dort abgezogen wurde, das ist beschämend im Kontext eines toten Menschen. Wenn ich Angehöriger dieses Toten gewesen wäre, hätte ich mir das absolut verboten, was dort passiert ist. Und er wurde instrumentalisiert. Es wurde von Frau Fischer dazu aufgerufen, dass der Tod vielleicht jetzt nicht umsonst sein soll und dass jetzt Menschen in die Basis eintreten sollen. Das hat sie gesagt. Ja, so, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war abstoßend, ekelhaft, widerlich und pietätlos. Ja, und das zeigt, was das für Menschen sind, für was die stehen, welchen Wertekanon diese Leute folgen. Mir wäre das als einem wertekonservativen Mensch bestimmt nicht passiert. Und ich sage es nochmal, widerlich, abstoßend und pietätlos. Ja, da muss ich nachtreten, liebe Leute. Wie gesagt, anders sind wir leider von dem ganzen Team rund um Füllmich nicht unbedingt gewohnt. Wie dem auch Klar sehen, clever denken, frei handeln.